Warst du den ganzen Tag unterwegs, ey? Dieses Wetter hat mir überhaupt nicht gefallen. Den ganzen Tag Regen. Ich bin total müde, total fix und fertig, ey. Den ganzen Tag unterwegs, genau. Frikadellen für alle verteilt. Danke, Emi, danke, Dieter, danke euch allen. Warum kannst du jemanden nicht hochnehmen? Das weiß ich nicht. Die Sachen müssen noch freigeschaltet werden. Warte, ich guck mal. Geh an drei unterschiedlichen Tagen live, ist auch erfüllt. Was kommt denn jetzt als nächstes? Ich glaube, nach diesem Live werden einige Sachen dann freigeschaltet oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Du brauchst viel Honig. Ja, ich nehme immer abends einen Teelöffel Honig. Morgens früh nehme ich dann immer dieses. Wie heißt dieses Öl? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Siehst du? Ich bin total müde, total übermüdet. Armin, wirst du krank, hört sich so an. Kann sein, vielleicht, ja genau, Schwarzkümmel, ja. Ja, ist das. Dr. Sheikh Abu Amir hat Gedankenstörung. Am Abend, der ist schon am Schlafen. Ne? Ich will schlafen. Ach ja. Ich wollte mal gucken, was hier los ist. Direkt 250 Leute drin, na, super. Ja, das Problem ist, ich kann niemanden hier reinnehmen, ne? Kamelurin hilft. Ja, ich weiß nicht, das überlasse ich aber lieber den Muslimen. Lachnummer 030, guck ins Spiegel, Gott segne deine Familie und dann weißt du, zu wem du das sagen kannst. Du gehst auf die Ersatzbank. Dann danke, Nilia. Danke, Heinrich. Kaffee hilft auch. Boah, jetzt noch einen Kaffee trinken? Nee, hab ich keine Lust. Danke, Jesus. Ich feier dich, bleib so, wie du bist. Danke. Oh, da ist der gehirngewaschene Deutsche auch, der Kalima TV, der jeden Tag Kamelurin zu sich nimmt. Hast du deine Packung deines Lebens bekommen von mir, hä? Hast du deine Packung deines Lebens bekommen von mir? Damit du nicht mehr hier rumbellst. Habe ich dich mal eben 2 Minuten begraben, das war's. Ja, das ist das Problem bei dir, ne? Du bist auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Und möchtest nicht einsehen, dass Mohammed absolut nicht vertrauenswürdiger Mensch ist? Du hast dich von diesen ganzen Dauergandisten belabern lassen. Ja, genau ich. Deswegen bist du auch immer hier drin, damit du immer wieder deine Packung von mir abholst. Weil du kannst das nicht ertragen, dass ich dich in unter 5 Minuten so zerbombt habe, wie dich keiner zerbombt hat. Hast du gesehen, wie man das macht? Würdest du auch wie dein Vorbild einfach mal den Penis eines kleinen Kindes küssen? Hä, Kalima? Hä? Kevin? Oder wie du heißt? Oder Marvin? Oder keine Ahnung, wie dein Name ist. Hä, würdest du auch wie dein Vorbild den Penis eines kleinen Kindes küssen? Hä? Ja, du hast doch so ein schönes Vorbild. Zeig uns das mal, zeig mal, wie sehr du deinen Propheten liebst. Und auch den Penis eines kleinen Kindes küsst. Zungenkuss nicht vergessen. Erstmal den Penis küssen und dann den Zungenkuss machen. So heftig ist das. Was meinst du, wie du mir leid tust, ey? Unglaublich. Ja, folgst einem Propheten, der verhext wurde, der von Satan Verse in den Mund gelegt bekam, der ultra schlimme Dinge getan hat und dann verkaufst du mir das als den besten Mensch? Du Feuerhüpfer. Ja, genau. Rappst du noch? Ja, kann sein, dass ich bald ein Diss-Track gegen dich mache. Wallahi, wallahi, wenn du noch einmal sagst, dass ich Feuerhüpfer bin, dann mache ich Diss-Track gegen dich. Vielleicht wirst du ja auch abends von irgendwelchen Dschinns geritten, keine Ahnung. Bei dir in der Religion ist das ja normal, dass dein Prophet von irgendwelchen Afrikanern geritten wurde, nackt geritten wurde. Bist du über 35? Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr Lieben, der folgt einem Menschen, guck mal, der Arme. Jetzt wiederholt er das die ganze Zeit. Der folgt einem Propheten, der von Afrikanern geritten wurde, das kannst du dir nicht vorstellen. Die waren einfach nackt auf ihm am Rumreiten. Ja, unglaublich.
Einfach naked. Ach, du siehst müde aus. Ja, ich bin auch müde. Ich wollte nur kurz live kommen, gucken, was hier überhaupt los ist um diese Uhrzeit. Ich mach nur District mit ihm zusammen. Du Feuerhüpfer-Anfänger. Was meint ihr, warum der Typ jetzt hier ist und jetzt ein bisschen rumtrollt in den Kommentarbereichen? Der kann das bis heute nicht abhaben, dass ich ihn unter 5 Minuten habe, so zerbombt habe. Und dann kommt er mit seinem lächerlichen Vergleich, dass der Gott der Bibel ein ungerechter Gott wäre. Dabei hat er selber die schlimmsten Sachen in seinen authentischen Schriften verzeichnet. Und dann kommt er zur Bibel und macht den Gott der Bibel an. Wie peinlich kann man nur sein, wie peinlich. Meinung zu Pierre Vogel, ach, lach nur, was willst du von so einem erwarten? Wenn der eine vertrauenswürdige Quelle ist für Bibelauslegen, dann bin ich auf jeden Fall Großmufti. Du bist eine Schande für deine Familie. Warte, ich zeig dir, wo die Buddy. Guck mal. Du gehst auf die Ersatzbank. Bruder, Afrikaner haben ganz große Dinge. Ja, kann sein, ich weiß es nicht. Ja, ich muss gleich schlafen gehen, du hast recht. Hier, ich mache noch für dich den Cotton Eye Joe. Den Cowboy. Ja. Wie lange auf Hauptaccount gesperrt? Bis zum 16. Aber guck mal hier, mit 5000 Abonnenten sind wir trotzdem immer noch fast bei 300 Leuten, die drin sind. Ist immer noch gut. Ja, der kleine Kalima TV, der möchte immer wieder von mir seine Tracht Dings abholen. Ne? Der will auf den hier auf Bauch gelegt werden, dann kriegt der schön Popoklatsch von mir. Kalima TV. Kalimero TV. Wie kannst du dich Kalima TV nennen? Wer ist denn das Kalimat von Allah? Kalimatu Allah. Na, ist das nicht der Isa? Sure 4171. Das Wort und das Geist Allahs. Warst du früher Muslime? Ja. Buddhist war ich früher. Da steht zwar Ex-Muslim, aber ich war Buddhist. Sure 4171. Von wem wurde Jesus erschaffen? Von niemandem. Der Herr Jesus Christus ist ewig. Johannes 17,5. Offenbarung 1,18. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hebräer 13,8. Ja, den Bauch zum Buddhismus kriegen habe ich auch schon fast. Ich habe heute schon wieder so viel gegessen. Zu viel, ey. Gibt es eine Möglichkeit, mit dir privat zu reden? Ja, wenn dann nur über Instagram, ne? Warum hat er dann gegessen und getrunken, wie wir Menschen? Philipper 2, Vers 6 bis 11. Innis. Philipper 2, Vers 6 bis 11 ist der Schlüsselvers für dieses ganze Verständnis, dass Gott sich entäußert hat und die Form eines Menschen annahm. Denn so heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Siehst du? Ich sage, ich kann niemanden hochholen, da kommt der Putin und sagt, Amir, hol mal jemanden hoch. Amir Abdul, wenn man kommt zu uns in die Gemeinde, würdest du auch kommen? Weiß ich nicht, mal gucken. Bekommst du noch 500.000 Account? Sorry, Amir, habe ich nicht mit. Achso, ich dachte, du hast es gesehen und du sagst trotzdem sowas. Ich weiß es nicht, warum ich niemanden hochlassen kann. Also diese Optionen sind hier noch nicht freigeschaltet. Die sind so, ja, nicht freigeschaltet für mich. Wenn ich draufklicke, steht da live mit mehreren Gästen freischalten. Und dann Details anzeigen, steht hier, gehe 30 Minuten live, habe ich erfüllt. Gehe 120 Minuten live, habe ich erfüllt. Gehe an drei unterschiedlichen Tagen live,
Habe ich erfüllt und dann steht da drunter, schalte 9 weitere Live-Funktionen frei. Und dann nichts mehr. Keine Ahnung. I don't know. 120 Minuten. Mach mal Let's Twist Again rein. Der war gut, ne? Ja, ihr Lieben, für die, die das noch nicht wissen, ne, dass die Muslime glauben, dass der Satan es mit sich selbst macht, ne? Dass der in einem Schenkel ein Penis hat und in einem anderen Innenschenkel eine Vulva. Und dann penetriert er sich selber mit dem Elvis-Twist. Let's twist again. Come on. Der Shaitan im Islam, der ist richtiger Elvis-Fetischist. Ja, da fragt man sich allen Ernstes, vielleicht hat ja der Shaitan dem dann diese Gabe gegeben, dem Elvis, ne? Weil er selber ja die ganze Zeit mit diesem Elvis-Twist sich ja selber penetriert und dadurch ja diese Kinder von ihm gezeugt werden, hat der Elvis gesagt, mach das bitte auf diese Art und Weise. So wie damals der Michael Jackson in diesem Channeling Room unter Geistereinwirkungen dann auch diese komischen schrillen Töne dann rausgelassen hat, dieses Hihihi. Und so kennt ihr das ja, ne? Gute und schlechte Teufel. Ja, der Mohammed hatte immer gute Dämonen, die ihm helfen. Mohammed hatte immer tolle Dämonen um sich herum. Wer kann denn Dämonen überhaupt vertrauen? Das ist für mich das Krankeste, was es überhaupt gibt. Dämonen, die einen austricksen und behaupten, dass sie so tolle, nette Wesen doch sind. Sowas kannst du doch nicht vertrauen. Ah, ich hoffe, dass die Konvertiten sich einen gelben Bart wachsen lassen, einen gelben Bart färben, weil Mohammed gesagt hat, ein gelber Bart ist der schönste Bart. Guck mal hier. Wo finden wir das? Sunan Abi Dawud 4064. Also alle Muslime, die ihr mir zuhört, bitte kein Schwarz färben, sonst fährt ihr zur Hölle. Am besten die gelbe Farbe. Also ihr sollt so einen gelben Bart haben. Ibn Umar färbte seinen Bart so sehr mit gelber Farbe, sodass seine Kleidung mit Gelbheit gefärbt wurde. Er wurde gefragt, warum färben sie mit gelber Farbe? Er antwortete, ich sah den Gesandten Allahs, der mit gelber Farbe färbte. Und nichts war ihm lieber als es, er würde alle seine Kleider damit färben, sogar seinen Turban. Wenn ihr Muslime nicht morgen mit gelbem Bart rumläuft, was seid ihr bloß für Muslime dann? Dr. John hat es bestätigt, seht ihr? Dr. Johnny hat es bestätigt. Wer zieht sowas durch? Stellt euch mal vor, dieser gehirngewaschene Deutsche, der sich für den Islam entschieden hat, lässt sich morgen so seine 5 Barthaare da so gelb färben. Vielleicht mit Kamelurin kann man das auch vielleicht hinkriegen, weiß man nicht. Ja, wenn das Hansi machen würde, dann würde ich den wirklich ernst nehmen und sagen, alle Achtung, Hansi, du nimmst deinen Propheten ernst. Du nimmst deinen Propheten ernst. Wisst ihr noch, als er uns weismachen wollte, dass seine Haarfarbe also von seinem, die Bartfarbe dunkelbraun wäre, das ist einfach voll schwarz, Mann. Weil er weiß, dass der Hadith existiert. Ne? Das ist das Problem. Weil Mohammed gesagt hat, wer seine Haare mit Schwarz färbt, der fährt zur Hölle. Also die ganzen Muslime, Millionen Muslime weltweit, die ihre Barthaare so schwarz färben, fahren alle zur Hölle, laut Mohammeds Aussagen. Ihr glaubt mir nicht? Guck hier. Es gibt sogar eine Fatwa. Muslim ist es verboten, schwarz zu färben. Das ist die Frage 47.652 Fatwa von einer hohen Autorität. Anas Islam ruft dich ja, wo ist der denn? Wo ist der kleine Lümmel? Hör mal zu. Ist es zulässig, die Haare schwarz zu färben, wenn sie ursprünglich schwarz waren? Meine Haare sind schwarz, aber dann hat sich ihre Farbe in rot geändert. Und jetzt möchte ich sie schwarz färben.
Antwort: Alles Lob gebührt Allah. Vom Propheten, Friede sei mit ihm, wurde berichtet, dass es nicht erlaubt ist, die Haare schwarz zu färben. Im Hadith von Jabir bin Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wird erwähnt, dass Abu Quhafa, der Vater von Abu Bakr as-Siddiq, zum Propheten gebracht wurde. Dankeschön. Leistete seinen Treueeid und sein Haar war völlig weiß. Der Prophet sagte: Ändere dies, aber vermeide schwarz. Ändere dies, aber vermeide schwarz. Erzählt von Muslim: Das Schwarzfärben der Haare ist nicht erlaubt, egal ob die Haare rot oder weiß waren. Die Gelehrten haben erklärt, dass der Grund, warum es nicht erlaubt ist, die Haare schwarz zu färben, in der damit verbundenen Täuschung liegt. Dadurch eine Person als jemand erscheint, der sie nicht ist, genau wie Hansi. Insbesondere, weil das Alter einer Person anhand der Haarfarbe erkannt werden kann, erkannt werden kann. Egal ob schwarz oder weiß oder eine Mischung aus beiden. Wenn er also seine Haare schwarz färbt, sieht er jung aus. Wenn er vielleicht mittleren Alters oder ein alter Mann ist, ist es aus diesem Grund zulässig, die Haare schwarz zu färben, wenn keine weißen Haare vorhanden sind und keine Täuschungsabsicht besteht, wie in dem hier angesprochenen Fall, wo die Haare des Frages schwarz waren und sich ihre Farbe dann in Rot änderte. Aufgrund des Wortlauts des Hadiths und in Übereinstimmung damit ist es besser, auf der sicheren Seite zu sein und dies zu vermeiden, siehst du? Insbesondere da der genannte Grund, nämlich Betrug und Täuschung, ein impliziter Grund ist, weil Muslime sich ja sehr, sehr eitel sind und gerne auch die Haarfarbe dann ändern, damit sie so ein bisschen jünger wirken. Genau wie Hansi, der ist ja ein alter Mann. Das ist das. Es sollte beachtet werden, dass die muslimische Frau die Bedeutung der Zeit versteht und erkennt, dass diese Welt eine Vorbereitung auf das Jenseits ist. Daher sollte sie nicht viel oder die meiste Zeit auf Kosten ihres Körpers, ihrer Kleidung und ihres Schmucks, auf Kosten ihrer Anbetung, der Erziehung ihrer Kinder, der Berufung anderer zu ihrer Religion und des freundlichen Umgangs mit anderen verbringen. Das bedeutet nicht, dass sie sich nicht schmücken sollte, sondern dass sie sich mit den schmücken sollte, was Allah erlaubt hat, innerhalb angemessener Grenzen, was die Art und Weise betrifft, wie sie es tut und wie viel Zeit sie dafür aufwendet. Wundervoll. Wonderful. Was haben wir noch? Schauen wir mal. Guck mal hier, was hier steht. Es gibt eine Reihe von Ahadith über das Verbot, Haare schwarz zu färben. Allerdings gibt es im Wesentlichen zwei Ahadith, aus denen die meisten Gelehrten den Schluss gezogen haben, die meisten Gelehrten Schluss gezogen haben, dass die Verwendung von schwarzem Farbstoff nicht zulässig ist. Ziel dieses Artikels ist es, diese beiden Ahadith und ihre Auswirkungen kurz zu untersuchen und zu analysieren. Erster Hadith.
Abdullah ibn Abbas berichtet von Gesandten Allahs, am Ende der Zeit wird es Menschen geben, wie Hansi, die diesen schwarzen Farbstoff verwenden, wie die Krähenschwärme, die den Duft des Paradieses nicht erleben werden. Seht ihr? Jabir ibn Abdullah sagte, Abu Rafa wurde herbeigeführt am Tage der Eroberung Mekkas und sein Kopf und Bart waren weiß wie die Altarama, eine Pflanze mit weißen Früchten. Der Gesandte Allahs sagte, ändern Sie diese Farbe durch etwas anderes und vermeiden Sie Schwarz. Es ist zu beachten, dass in einigen Versionen dieses Hadith der letzte Teil des Satzes und vermeide Schwarz nicht erwähnt wird. Diskussion der beiden Hadiths und die Meinung der Gelehrten. Es gibt einige Bedenken hinsichtlich des Grades der Zuverlässigkeit des ersten Hadiths, überliefert von Ibn Abbas. Alle leicht unterschiedlichen Überlieferketten in den unterschiedlichen Quellen stammen von Ubaidullah ibn Amr al-Rikri, der von einer Person namens Abdul Karim erzählt, in Anwar wird aus Al-Mundiri zitiert, dass er sagte, einige sagen, dass dieser Abdul Karim ibn Amr ist, dem man in den Hadith nicht vertraut. Und aus diesem Grund sagen sie, dass dieser Hadith, es ist auch schwach. Unterdessen sagen andere, dass dies Abdul Karim ibn Malik al-Jazari ist, der vertrauenswürdig ist. Sowohl Bukhari als auch Muslim verlassen sich auf sein Hadith und dies ist eine stärkere Ansicht. Was Abdul Karim ibn Malik al-Jazari betrifft, so gibt es, wie oben von al-Mundiri zitiert, die Ansicht, dass er vertrauenswürdig ist. Al-Dahabi in Man Truwa Blabla erwähnt ihn und sagt, er sei vertrauenswürdig, aber Ibn Hibban hatte Bedenken wegen einiger Manakir. Unbeliebte Ahadith, die von ihm überliefert wurden. Ja, also die ganzen islamischen Schriften kannst du gar nicht mehr vertrauen. Diese Leute bezeichnen einen anderen als Lügner und Betrüger, sobald es problematische Sachen gibt. Das ist so krank. Das ist alles nur du Luger. Richtige Luger. Ja, also es ist verboten. Hier sehen wir auch bei islamweb.net die größte Fatwa-Seite der Muslime. Frage 87.971. Ich weiß, dass es haram ist, die Haare schwarz zu färben. Ich habe meine Haare mit einer anderen Farbe gefärbt. Leider ist die Farbe dauerhaft. Ich habe mich gefragt, ob es verboten ist, sie schwarz zu färben, damit ich sie wieder in ihre ursprüngliche Farbe zurückverwandeln kann, die schwarz war. Ich bin verwirrt. Bitte überprüfen Sie diese Frage für mich, über was die sich Gedanken machen, ne? Das ist also das macht Religion, seht ihr? Sie sind in ständiger Angst. Oh, ist das jetzt erlaubt, meine Haare zu färben? Oh, ist das erlaubt, mein Bein, was weiß ich, irgendwie mein Bart hier so zu rasieren oder mein Kopf? Das sind alles Nichtigkeiten. Das sind alles Nichtigkeiten. Der Herr Jesus Christus kam für was ganz anderes. Was sagst du zu Ikonenbildern mit Propheten darauf haben gehört? Es ist uns verboten, Bilder zu machen. Ja, genau, absolut. Der Herr Jesus Christus sagt, ihr sollt euch kein Bildnis machen. Und das schon im Alten Testament. Ich rate davon ab. Ja, die Popohaare kannst du natürlich schwarz färben. Das ist ja kein Problem. Betet Allah in Sure 33, Vers 56. Absolut, ja. Der Mohammed Hijab hat das in der Debatte mit David Wood zugegeben. Allah prays for the Prophet, not to the Prophet. Aber Allah betet, ja, das bedeutet, Allah und seine Engel beten auf den Propheten. Ja. Yusalluna, kannst du jeden Araber fragen, das bedeutet auf ihn beten. Baraka bedeutet segnen. Sie schämen sich und übersetzen das falsch. Ami hatte Mohammed Konkubinen ohne Ende. Der war ein Weltmeister in ein Harem besitzen. Also das, was wir heute so sehen, wie so manche Luden leben, ihr seht ja, ne? So Leute aus dem Red Light District, die immer mit vielen, vielen Frauen da unterwegs sind. Ja, Mohammed war genau diese Art von Leuten, ne? Die sehr viele Konkubinen hatten, ne?
Weil Gott hat sich anspucken lassen. Der Herr Jesus Christus hat das ja auch vorhergesagt. Er nahm die Form eines Menschen an und dies alles musste geschehen. Man kann dir keine Anfrage stellen, wurdest du gesperrt? Nein, das geht nicht. Man kann nicht hier reinkommen. Ich muss noch einige Male, glaube ich, live gehen oder was, damit das freigeschaltet wird. Jesus ist ein Prophet, du Käfer. Nein, Jesus ist der allmächtige Gott, der ins Fleisch gekommen ist. Das sagt ein Koran, der 600 Jahre später kam. Aber wir müssen auf das hören, was die Bibel sagt. Und die kam 600 Jahre früher. Die auch historisch bestätigt wurde. Wann sind deine anderen zwei Accounts wieder offen? Am 16. November, in ein paar Tagen. Wann Shisha Bar? Ja, also wenn ich ganz viele Muslime habe, dann werde ich irgendwann meine Shisha Bar öffnen. Wenn viele Muslime mir folgen, folgt diesem Account, damit ich bald meine Shisha Bar öffnen kann. Gottes Segen auch dir. Wer will alles in meine Shisha-Bar? Da kannst du sogar beten, da kannst du essen, da kannst du Shisha rauchen. Ich werde so ein richtiges islamisches kleines Paradies machen mit so wie Tausend und eine Nacht mit so Kissen auf dem Boden und sowas. Und dann hast du da so einen Gebetsraum, kannst du erstmal richtig die Pfeife rauchen und dann kannst du deine Sünden bereuen, kannst du direkt beten gehen und vom Gebet hast du natürlich Hunger, weil du ja dich bewegt hast. Und dann kannst du direkt Hummus essen gehen. Yalla, was kostet Kamelurin? Das ist eine gute Frage. Musst du Kalima TV fragen. Er hat sich schon sehr oft damit beschäftigt. Er bestellt das immer in Dosen. Und vielleicht auch die Dauerteams, die hier sind. Wie wäre es mit Dönerbude? Ja, können wir auch machen. Ne? Also ich denke, das ist dann so ein Remix aus Shisha-Bar, Gebetsraum und Restaurant, ne? Hammer. Smoke and pray. Smoke and pray. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Was meinst du, wie 99% der Euro-Shisha-Muslime sich wohlfühlen würden? Weil erstmal rauchen die, dann kriegen die ein schlechtes Gewissen und sagen, boah, heute habe ich schon wieder eine Pfeife geraucht. Warte, ich muss ins Raum gehen, dann kann ich erstmal beten, dann wird Allah mir meine Sünden vergeben. Ja, und dann kriegt er natürlich Hunger von dem Ganzen, dann kann er direkt einen Falafel bestellen. Abu Allah Schienenbein. Dankeschön, danke. Smoke and Pray Club, genau. SPC, Smoke and Pray Club. Der ist heftig, ne? Smoke and Pray. Du bist verloren, Junge. Man hört voll, dass es ein Depri-Lachen von dir ist. Ach so, okay, ja, ne? Ja, wenn ich dir nicht gefallen, dann kannst du ja rausgehen. Das ist ja kein Problem, musst mir ja nicht zuhören. Ansonsten kannst du die ganze Zeit meine Lache reinziehen. Depri-Lache. Die kommt aus dem tiefsten meines Inneren. Nur für dich. Jana, genau, das war die Jana. Die Jana. Du weißt, dass du von Teufel besessen bist. Ja, ich bin doch nicht der Prophet des Islams. Der war vom Teufel besessen. Das siehst du doch in Sahih Bukhari und die Ausleger des Islams, Sure 22, Vers 52. Und ein Jude hatte Macht über ihn. Also bei mir ist es nicht so. Also der Teufel hat keine Macht über mich. Armes, großes, verlorenes Kind. Ja, das sage ich auch immer, wenn ich mir die islamischen Schriften angucke und mir das Leben von Mohammed betrachte. Welche Musik läuft im Hintergrund? Das ist Head Street Boys. Welche Sure Allah betet? Sure 33, Vers 56. Du hast keine Ahnung, wie viel Macht der Teufel über dich hat. Naja, natürlich. Über deinen Propheten hat er höchstens Macht, aber nicht über die Kinder Gottes.
Oh, Cut Night Joe direkt. Heimlich bittet Allahs. Ja, ihr habt ja gesehen bei der Debatte zwischen David Wood und Mohammed Hijab. Und dann versucht er so, das Ganze so runterzuspielen, nach dem Motto: Ach, guck mal, der hat gar keine Ahnung von der arabischen Sprache. Guck mal, was der da labert. Allah betet, Allah betet. Ja, dann sagt er: Allah betet nicht zu dem Propheten, sondern er betet für den Propheten. Ja, aber du Idiot, wenn er für den Propheten betet, dann musst du ja zu jemandem beten, um für dich zu beten. Aber wenn Allah selber der Gott ist, zu wem betet er denn dann? Einfach den Islam ruiniert in unter 2 Minuten. Wie hat deine Familie reagiert, als du konvertiert bist? Ja, erstmal so ein bisschen erschrocken, aber dann nach und nach ging das. Aber ich feiere deinen Stream so. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Und du nennst Luzifer Gott? Ne, dein Gott ist doch der Luzifer. Er führt doch die Menschen in die Irre. Taurin. Der Taurin. Der Arme. Ja, die ganzen Sachen hat er alles von Shabir Ali geklaut. Ich hab das gesehen, ich habe das sofort gemerkt. Der hat sich in den Foren bewegt, im amerikanischsprachigen Raum und hat alles dort rausgeklaut, ne, mit Lukas 1333 und so, ne. Ja, das sind Leute, die ganz arme Seelen sind, die da irgendwie aus dem amerikanischsprachigen Raum von sogenannten muslimischen Apologeten lernen, ne. Obwohl der Shabir Ali schon ja, zerbombt und zerfetzt wurde. Danke, danke, vielen Dank. Amir, seit wann lebst du in Deutschland? Seit 36 Jahren. Euer Dr. Sheikh Abu Amir ist kein Flüchtling, der gestern kam, um den christlichen Glauben anzunehmen, damit er hier bleiben kann. Nein. Euer Dr. Sheikh Abu Amir lebt schon lange, lange hier. Ich kam nicht vor einem Jahr mit irgendeinem Schiff hier rüber oder was? Nein. Hast du die Debatte gesehen zwischen Daniel und Tauhid? Ach, beide sind keine Autoritäten. Sowas musst du, solche Themen muss man von Autoritäten durchführen lassen, sowohl von der muslimischen Seite, jemanden, der einen Titel besitzt, als auch von der christlichen Seite. Ich hätte mir gewünscht, dass zum Beispiel der Roger Libby zum Beispiel der Debatte zusagt gegen irgendeinen muslimischen, ja, was heißt Professor, also so ein Scheich oder Imam oder was, einen richtigen, jemand, der einen Titel hat, der sich dann auch damit beschäftigt hat. Ja, dann, sowas wäre interessant, ne? Ja, nee, Klaus auch nicht, aber ja, Klaus ist schon eher so, eher geeignet. Rob Christian hat ein neues Video auf YouTube hochgeladen. Muss ich mir gleich angucken. Amen, machen wir uns nichts. Nicht eigentlich ein Bildnis von Jesus? Ja, ich weiß nicht, wenn du dir ein Bildnis von Jesus machst, dann mach das bitte nicht. Wann wieder was mit Baby K? Ach, ich bitte euch, Leute. Sam Shamoon, ja, Sam Shamoon ist natürlich ein wandelnder Wikipedia, der Sam. Der ist auch sehr, sehr heftig, ne? Die ganzen Muslime, jede Debatte von ihm, das ist unglaublich. Wurde Mohammed nicht einmal im Bett erwischt? Ja, Sure 66, Vers 1. Maria, die Koptin, ich lese euch das mal vor. Wir gehen mal auf die offizielle saudi-arabische Seite, Koran, KSU-EDU, und gehen mal zu Tafsir al-Qurtubi, zu Sure 66, Vers 1. Mal gucken, was er sagt, dann gucken wir uns die anderen Ausleger an. Das ist das Geniale, ne, wenn du Internet zur Verfügung hast. Danke, Bitte. Guck mal hier, der Teufel, Gott des Islams. O Prophet, warum verbietest du, was Gott dir erlaubt hat? Suchst du das Vergnügen deiner Frauen
Und Gott ist allverzeihend barmherzig. Gott hat es dir zur Pflicht gemacht, deine Eide gesetzlich zu machen. Und Allah ist dein Meister. Und er ist der Wissende, der Weise. Und als der Prophet einige seiner Frauen etwas anvertraute, als sie es ihm mitteilte und Gott es ihm offenbarte, einiges davon, und er wandte sich davon ab, als er ihr davon erzählte, sagte sie: Wer hat dir das gesagt? Er sagte: Der Allwissende. Der Allwissende hat es mir mitgeteilt. Wenn du vor Gott Buße tust, dann waren deine Herzen willig. Und wenn du gegen ihn übereinstimmst, dann ist Gott sicherlich sein Herr und Gabriel und der Beste der Gläubigen. Und danach sind die Engel unterwürfig. Vielleicht lässt sich sein Herr von dir scheiden, dass er ihn durch bessere Frauen ersetzen wird. Ihr unterwürfige, gläubige, gehorsame Frauen, reuige Anbeter, umherziehende, verheiratete Frauen und Jungfrauen. O ihr, die ihr geglaubt habt, seid stark. Ihr selbst und eure Familien sind ein Feuer, dessen Brennstoff Menschen sind. Steine, bla 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 bla. Und jetzt kommt der Tafsir. O Prophet, ich lese mal den Tafsir von Al-Qurtubi vor. Das könnt ihr auch machen. Sure 66, Vers 1, Tafsir Al-Qurtubi. O Prophet, warum verbietest du dir, was Gott dir erlaubt hat, und suchst das Vergnügen deiner Frauen? Sure Al-Tahrim ist nach Meinung Allah eine medinische Sure und besteht aus 12 Versen. Es heißt Sure, der Prophet im Namen Gottes des Gnädigen, des Barmherzigen. O Prophet, warum hast du dir verboten, was Gott dir erlaubt hat? Du suchst das Vergnügen deiner Frauen. Allverzeihend, barmherzig, O Prophet. Ja, es gibt 5 Punkte. Erstens, eine allmächtige Aussage: O Prophet, warum hast du dir verboten? Dies wird dem Sahih Muslim durch die Autorität von Aisha bewiesen. Möge Gott mit ihr zufrieden sein, dass der Prophet, Gebete und Friede seien auf ihm, bei Zainab bin Jash blieb und Honig von ihr trank. Sie sagte: Also haben Hafsa und ich uns darauf geeinigt, dass, wenn der Gesandte Gottes, mögen Gottes Gebete und Friede mit ihm sein, trat sie in uns ein. Sie wollte sagen: Ich rieche den Duft von Marafir von dir. Hast du Marafir gegessen? Er ging zu einer von ihnen und sie sagte ihm das. Er sagte: Vielmehr habe ich mit Zainab bint Jash Honig getrunken und ich werde ihn nie wieder essen. So wurde offenbart: Du hast nicht verboten, was Gott dir erlaubt hat zu sagen, wenn du Buße tust für Aisha und Hafsa. Und als der Prophet einigen seiner Frauen einen Hadith anvertraute, sagte er: Vielmehr du trinkst Honig. Sie sagte auch: Der Gesandte Gottes, möge Gott ihn segnen und ihm Frieden schenken, liebt Süßigkeiten und Honig. Wenn er das Nachmittagsgebet betete, ging er zu seinen Frauen und näherte sich ihnen im sexuellen Verhältnis. Dann trat er in Hafsa ein und behielt mehr von seiner Anwesenheit bei ihr als zuvor. Ich fragte danach und mir wurde gesagt, eine Frau aus ihrem Volk gab ihr ein Stück Honig. Also gab sie dem Gesandten Gottes, möge Gott ihn segnen und ihm Frieden schenken, trink davon. Also sagte ich: Bei Gott, wir werden ihn täuschen. Also erwähnte ich das Sauda und sagte: Wenn er in dich eindringt, wird er dir nahe kommen. Also sag zu ihm: O Gesandter Gottes, hast du Marafil gegessen? Er wird ihnen sagen: Nein. Also sag ihm: Was ist das für ein Wind? Dem Gesandten Gottes, möge Gott ihn segnen und Frieden schenken, fiel es ihm schwer, den Wind zu spüren. Er sagte zu euch: Hafsa ließ mich Honig trinken. Also sag ihm: Seine Bienen haben den Arafat gestochen. Seine Bienen haben den Arafat gestochen. Das werde ich ihm sagen und ich werde es dir sagen, Safir. Als er Sauda betrat, sagte sie: Sauda sagte: Bei Gott, außerdem es keinen Gott gibt, ich wollte fast tun, was du mir gesagt hast. Und er steht an der Tür weiter von dir entfernt. Als sich der Gesandte Gottes ihnen näherte, sagte sie: O Gesandter Gottes, hast du Magafe gegessen? Das wiederholt sich jetzt zig Male, zig Male, zig Male. Dann kam er zu Safia und sie sagte dasselbe. Als er Hafsa betrat, sagte er sie: O Gesandter Gott, soll ich dir nicht etwas davon zu trinken geben? Bla bla bla. Ich habe ihr gesagt, sie solle ruhig sein. In dieser Erzählung war Hafsa diejenige, die dem Honig trank. Und im ersten ist Zainab ibn Abi Malika berichtet, aufgrund der Zeugnisse von Ibn Abbas, dass er es in Sauda getrunken hat. Und es ein bisschen sagten die übrigen seiner Frauen aus Neid und Eifersucht auf diejenigen, die das getrunken hatten: Wir riechen den Duft von Marafel in dir. Eine Birne oder Gummi mit variablem Geruch. Und damit meint er die Frau, die sich dem Propheten hingab. Gott segne ihn um seiner Frauen willen. Dies wurde von Ibn Abbas Ikrama gesagt.
Frau ist Mutter eines Partners. Ein Sprichwort. Derjenige, den er verbot, war Maria der Koptin. Und es wurde ihm von Al-Muraukis, dem König von Alexandria, gegeben. Ibn Ishaq sagte, es stammt aus dem Bezirk Ansna, aus einer Stadt namens Haf. Also liegt es in Bait, Hafsa. Al-Darqutni überlieferte auf die Autorität von Ibn Abbas, auf die Autorität von Omar, der sagte, der Gesandte Allahs betrat Hafsas Haus mit der Mutter seines Sohnes Maria und Hafsa fand ihn mit ihr. Hafsa war zum Haus ihres Vaters gegangen, also sagte sie zu ihm, lass sie in mein Haus eintreten. Das habt ihr mir unter euren Frauen nur aus Schande gegeben, euch gegen euch angetan. Er sagte zu ihr, erwähne das nicht, Aisha gegenüber, denn es ist mir verboten, wenn ich mich ihr nähere. Hafsa sagte, wie kann sie dir verboten werden, wenn sie deine Sklavin ist? Also schwor er, dass er ihr nicht nahe kommen würde. Der Prophet, möge Gott ihn segnen und ihm Frieden schenken, sagte, erwähne es niemanden. Also erwähnte ich gegenüber Aisha, sodass er sich einen Monat lang nicht mit seinen Frauen in Verbindung setzte und sich 29 Nächte lang von ihnen trennte. Da offenbarte Gott der Allmächtige den Vers, ihr verbietet nicht, was Gott euch erlaubt hat. Also der Mohammed wurde beim Ehebruch erwischt. Und dann auf einmal müsste der nach seinem Gesetz eigentlich gesteinigt werden, weil er im Bett von Hafsa erwischt wurde mit der Maria Koptin. Und dann kam er natürlich mit seinem wundervollen Gott um die Ecke. Und da hat er gesagt, O Prophet, warum verbietest du dir deine Frauen, obwohl ich dir das gesagt habe, dass du es machen sollst? Geh und mach weiter. Schaut euch diesen Gott von Mohammed an. Ist krank. Ich guck mal, ob ich das hier finde, einen Moment. Lass mich das direkt eins zu eins aus den von einem anderen Tafsir euch mal zeigen. Einen Moment, ich guck mal, damit wir das auch haben. Ach, hier. Dr. Sheikh Abu Mil hat es gefunden. Ich lese das mal vor. Als Mohammeds Ehefrauen ihn in Flagranti dabei erwischten, wie er mit einer ihrer Sklavinnen in einem ihrer vielen Ehebetten schlief, entbrannte ein heftiger Streit zwischen ihm und seinen 12 Gemahlinnen. Der hatte 12 Frauen, der Mohammed. So war er gezwungen, ein Eid zu leisten und ihnen zu versprechen, dass sie nie wieder das nie wieder zu tun, also nie wieder SX mit einer ihrer Sklavinnen zu haben. Aber dieser Mann konnte einfach nicht die Finger von diesen schönen Sklavinnen lassen. Also fabrizierte er einen Vers und behauptete, dass dieser Vers von Allah käme. Er sagte, dass sein Gott ihn mit diesem Vers folgenden fragen würde: O Prophet, warum verbietest du dir, was Allah für dich gewollt hat? Also Mohammed war in dem Moment von seiner Moral her besser als sein Gott. O Prophet, warum verbietest du dir, mit deinen Sklavinnen Verkehr zu haben? Ich habe dir gesagt, geh und mach, los, mach hinne, geh und. Krank. Warum verbietest du dir den SX mit Frauen, die ich dir erlaubt habe? In diesem Fall waren das attraktive Sklavinnen. O Prophet, warum verbietest du dir das, was Allah für dich gewollt hat? Dies bezieht sich auf seine Magd Maria, die Koptin.
mit der er im Haus von Hafsa, während diese zu jenem Zeitpunkt abwesend war, das Bett teilte. Und als Hafsa zurückkehrte, fand sie die beiden vor und war erbost darüber, dass die beiden den Akt in ihrem eigenen Haus und in ihrem eigenen Ehebett vollzogen. So legte er Mohammed ein Eid ab. Sie ist mir verboten. So kam von Allah, verbietest du es dir, um deinen Ehefrauen zu gefallen? Allah ist vergeben und gnädig. Allah verzeihte ihm also dieses falsche Verbot, das er Mohammed sich selbst aufgezwungen hatte. Tafsir al-Jalalayn zur Sure 66, Vers 1. Wir gucken mal ganz kurz. Ich gucke noch mal ganz kurz. Sure 66, Vers 1. Tafsir al-Jalalayn. Ist das heftig, ihr Lieben? Einfach der Mohammed wird beim Ehebruch erwischt, der muss gesteinigt werden. Und dann kommt sein Gott und sagt: Warum verbietest du dir das, was ich dir eigentlich erlaubt habe? Mohammed hat das beste Leben, Allah war für seine Wünsche immer da, genauso sieht's aus. Wir gucken mal auf altafsir.com. Ich gehe mal auf altafsir.com, jeder kennt die Seite. Und dann gehen wir zur Sure 66, Vers 1. Ne, ihr müsst schlau sein. Ihr müsst genau wissen, wie ihr das Internet benutzen müsst. Sure 66, Vers 1. Ne, die Muslime stellen uns ja alles zur Verfügung. 66, Vers 1, Tafsir al-Jalalayn. Wir gehen auf Display, gucken wir mal. Und hier steht: O Prophet, warum verbieten Sie, was Gott Ihnen in Bezug auf Ihre koptische Magd Maria erlaubt? Ja, stimmt. Als er mit ihr im Haus von Hafsa lag, der Weg gewesen war, sich aber bei seiner Rückkehr und der Entdeckung darüber aufregte, dass dies geschehen war, in ihrem eigenen Haus und in ihrem eigenen Bett, in dem sie sagte, sie ist ungesetzlich für mich. Und dann wollen sie, indem sie sie für sie ungesetzlich machen, ihren Frauen gefallen, sagte Allah. Und Gott ist verzeihend, barmherzig, da er ihnen dieses Verbot vergeben hat. Heftig, ne? Warum ist Maria die einzig erwähnte Frau im Koran? Ja, weil sie natürlich eine wundervolle Frau ist, die von Satan niemals angetastet werden darf. Mohammeds Eltern waren ja Muschrikin, Götzendiener, aber Mariam und Jesus waren Heilige. Absolut, das lesen wir hier in Sahih Bukhari. Der Satan hat jeden Menschen angetastet bei seiner Geburt, außer Maria und Jesus. Das könnt ihr nachlesen in Satan Touch. Also der Mohammed sagt, dass ihr wisst doch, wenn die Kinder zur Welt kommen, wenn die Babys zur Welt kommen, sagt der Mohammed: The newborn child is touched by the Satan when he comes in the world and he starts crying because of the touch of Satan. Also wenn ein Baby weint, dann ist es, weil Satan ihn berührt. Versteht ihr? Satan tastet ihn an, weil er jeden Menschen berühren darf. Außer die Mariam und Jesus. Guck hier. I heard Allah's Messenger saying, there is none born among the offspring of Adam, but Satan touched it. A child therefore cries loudly at the time of birth because of the touch of Satan, except Mary and her child. So sieht's aus. Ein anderer Hadith, der das auch nochmal bestätigt. Ja. Schreibt euch das auf. Sahih al-Bukhari 3286. Sahih Bukhari 3286.
3286, Sai Bukhari 3286. Ich zitiere, der Prophet sagte, wenn ein Mensch geboren wird, berührt Satan ihn auf beiden Seiten des Körpers mit seinen beiden Fingern, mit Ausnahme von Jesus, dem Sohn Marias, den Satan zu berühren versuchte, aber scheiterte, denn er berührte die Plazenta stattdessen abdecken. Ja, und so heißt es weiter in einem anderen Hadith auch. Sai Bukhari 3431. Sai Bukhari 3431. Abu Huraira sagte, ich hörte den Gesandten Allahs sagen, unter den Nachkommen Adams wird niemand geboren, aber Satan berührt ihn. Ein Kind weint daher zum Zeitpunkt der Geburt laut, wegen der Berührung Satans, außer Maria und ihrem Kind. Dann rezitierte Abu Huraira, und ich suche Zuflucht bei dir für sie und ihre Nachkommen vor dem ausgestoßenen Satan. Seht ihr? Selbst der Mohammed sagt, dass Satan keine Macht über Mariam und Jesus hatte. Hammer, ne? Aber über Mohammed hatte der Macht. Das ist das Problem. Guck mal hier. Daher ist auch eindeutig, dass Jesus Christus kein normaler, gewöhnlicher Mensch war im Islam. Ne, Satan hatte keine Macht über ihn, obwohl der Koran sagt, dass Satan Macht über alle Propheten irgendwie hatte, aber Allah hebt auf, was Satan einstreut. Und dann sehen wir, dass Mohammed unter schwarzer Magie stand. Ja, wie passt das denn zusammen? Hier, Sai Bukhari 5765. Islam wird siegen, ja, genau, natürlich. Islam wird verbiegen. Ja, Gashi, wie kannst du denn einem Propheten folgen, der in Illusion gelebt hat? Gashi. Am Kreuz von Golgatha weißt du doch, dass er alles demoliert hat. Der Jesus Christus hat allen Religiositäten und allen Religionen ein Ende gesetzt mit der Kreuzigung. Jesus war Moslem, ich gehe kaputt. Ja, wenn er Moslem war, dann müsste er auch ja Mutter praktiziert haben, so wie dein Prophet das ja getan hat, ne, in Sai Bukhari 5116. Dein Prophet hat befohlen, für eine Zeit Frauen zu mieten, ihnen dann ihre Brautgabe zu geben und dann sich auch wieder von ihnen scheiden zu lassen. Das ist nichts anderes als hier kannst du in große Saunaclubs gehen, eine Frau für eine gewisse Zeit mieten und dann gehst du auch wieder raus. Super, toller Moslem. Willst du mir also sagen, dass mein heiliger Herr Jesus Christus ein Moslem war? Du nix, Alter, habe ich lesen können. Du nix hier, diese Machen. Diese Macken. Dankeschön, Brothers. Brothers Garage oder was ist das? Ja, Brothers Garage. Ja, die beziehen sich darauf, dass Muslim bedeutet Gottergebener. Aber Muslim bedeutet Unterworfener. Das ist das. Du unterwerfst dich und wirfst Muslim. Mohammed hat ja alle Menschen zum Islam gezwungen. Umirtu an uqatila nas. Qatil. Bekämpfen. Anas will sich treffen. Hast du Angst? Was für Angst? Wir können uns hier in einer neutralen Plattform treffen. Der Anas, der hat doch gar keine Ahnung von seiner Religion. Der Arme, konnte noch nicht mal ein Hadith beantworten. Und letztes Mal habe ich auch gesehen, dass der sehr, sehr verzweifelt ist wegen Mohammeds Charakter. Man sieht ihm das an. Er kann das also selber nicht akzeptieren, dass sein Prophet ein sechsjähriges Kind angefasst hat, das mit Puppen spielt, als er gesagt hat, ich habe selber Probleme mit diesen Hadithen. Was ist das denn? Muslime, wenn der Islam so wundervoll und schön ist, warum fliehen Muslime in christliche Länder? Ja, das ist das. Sie möchten gerne iPhone 15 haben, das ist das. Allah ist dann nur noch Nebensache. Ja, komm, ist gut, troll hier nicht rum. 50 Mal hat er das Gleiche gesagt, ist gut.
Wir haben es verstanden. Bring Ananas hier hin. Ich komme sogar in einen neutralen Raum von mir aus. Dann kann man hier. Man muss nirgendwo hinfahren oder was. Wir haben das Internet zur Verfügung. Sind wir im Kindergarten oder was? Der betet einfach ein Schienbein an und will mir das als Gott verkaufen. Also unglaublich. Laser-Kamiflische, ja? Allah gleicht nichts und niemanden. Aber hat er trotzdem Eigenschaften von seinen Schöpfungen. Unglaublich. Ja. 90% der Muslime haben nicht mal den Koran gelesen. Ja, das ist das Traurige, ja. Ich habe den Koran gelesen, habe ihn verstanden und bin aus dem Islam ausgetreten. Sobald du den Koran verstehst, wirst du austreten aus dem Islam. Hast du Tashahhud gelernt? Ja, natürlich. Siehst du, so schnell lernt man Tashahhud. Und das macht mich noch nicht mal zu einem richtigen Muslim dann auch. Ein richtiger Muslim ist derjenige, der auch Fisabilillah kämpfen geht. Und nicht nur einen Teil des Korans praktiziert. Ja. Du musst also alles praktizieren. Nicht nur das, was dir gefällt. Denn Allah hat dir vorgeschrieben, auch zu kämpfen, so wie er dir vorgeschrieben hat, zu fasten, beten, zu pilgern und alles Mögliche. Sure 2, 216 hat er dir auch vorgeschrieben, zu kämpfen. Und das weißt du auch. Hast dich so. Heißt das, wenn ich irgendetwas, sofern, heißt das, wenn ich irgendwas vergesse, dass ich mich blamiere? Kannst du mir diese Frage beantworten? Sofern? Sei vorsichtig, was du sagst, sonst vernichtest du deinen eigenen Propheten. Macht mich Vergesslichkeit zu einem Nicht-Muslim? Ja, Bekim, du warst auch niemals ein Moslem. Deine Vorfahren wurden gekillt, dass du heute sagst, Alhamdulillah, ich bin Moslem. Setz dich mal auseinander mit deiner albanischen Geschichte. Dann wirst du mir recht geben. Wo steht, dass Mohammed den Islam aufgezwungen hat durch Kriege? Sage ich dir, Sahih Muslim, Hadith 33 müsste es sein. Ich wurde angewiesen, gegen die Menschen zu kämpfen, bis sie sagen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Erst wenn sie das sagen, so ist ihr Leben und ihr Besitz von mir sicher. Und falls du noch einen Beweis willst von Imam At-Tabari, kann ich dir den auch bringen. Guck mal hier. Das ist Imam At-Tabari in seinem Tafsir, Band 9, Seite 69. Und da sagt er Folgendes. Ich zitiere, und das ist Imam At-Tabari, der aus dem 7. Jahrhundert kommt. Ne? Der größte Mufassirin aller Mufassirin. So wie ich gesagt habe, Imam At-Tabari in seinem Tafsir, Band 9, Seite 69, ich zitiere, Araber sind die edelsten Menschen in ihrer Abstammung, die bedeutendsten und die besten Taten. Wir waren die Ersten, die dem Ruf des Propheten folgten. Wir sind Allahs Helfer und die Veziere seines Gesandten. Wir kämpfen gegen Menschen, bis sie an Allah glauben. Wir kämpfen gegen Menschen, bis sie an Allah glauben. Wer an Allah und seinen Gesandten glaubt, hat sein Leben und sein Besitz vor uns geschützt. Was den Ungläubigen betrifft, gegen den werden wir für immer im Namen Allahs kämpfen. Ihm eine Nackentherapie zu verpassen, ist für uns eine Kleinigkeit. Ist das nicht eine wunderschöne Aussage von dem größten Gelehrten im sunnitischen Islam, Imam At-Tabari?
Ja, deswegen dürft ihr euch nicht wundern, deswegen habe ich das zig Millionen Mal zu euch gesagt, dass wenn Leute, ne, wenn Leute eure Schriften aufschlagen und sehen, was für ein Wahnsinn sich da drin befindet, dass ihr dann unter anderem dann auch dementsprechend behandelt werdet, ne? Weil viele sich auskennen mit dem Islam. Ja. Wo genau steht das? Also welches Buch? Tafsir at-Tabari, Band 6, Band 9, Seite 69. Band 9, Seite 69. Hier kann keiner hoch, schon zum 800. Mal. Rauchst du? Nein, ich rauche nicht. Ich habe aufgehört mit dem Rauch. Du siehst doch, dass wenn du hier draufklickst, dass du nicht hier reinkommen kannst. Wenn du keine Ahnung vom Islam hast, dann lass es besser. Du siehst doch, dass ich doch Ahnung habe. Deswegen lasse ich das ja auch nicht. Darf man einen Muslim heiraten? Würde ich dir nicht raten als Christin. Denn es kommt zu großen Komplikationen. Allein der Glaube, weil du ja an den Herrn Jesus Christus glaubst und er an Allah und an den Islam. Und der Islam behauptet ja, dass der Herr Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist, denn kein Teil der Dreieinigkeit ist. Und wenn dann auf einmal Kinder ins Spiel kommen, ja, wie wollt ihr denn die Kinder erziehen? Wollt ihr sie denn christlich-islamisch erziehen oder wie? Nein. Der Herr sagt, was hat denn die Finsternis mit Licht gemein? Das ist das. Such dir einen guten Partner in Christus und gut ist. Es gibt doch viele gute christliche Männer. Du bist echt ein Witz für alle Religionen. Nee, du bist ein Witz, der glaubt, dass sein Prophet ihm Kamelurin verschrieben hat. Das ist ein Witz, der Kamelurin ja, empfiehlt. Danke, bitte. Also, er will nur Kinder, wenn die Muslime werden. Ja, sowas, ich rate dir davon ab, glaub es mir. Auch an die ganzen anderen Christinnen, die hier drin sind, die eventuell mit einem Muslim verkehren. Lasst das sein, sucht euch einen guten Partner in Christus und ja, huldigt und betet den Herrn Jesus Christus gemeinsam als Familie an und erzieht eure Kinder christlich. Und dass sie auch eine gute Möglichkeit haben, gerettet zu werden, weil durch den Islam wärst du ja nicht gerettet. Du gehst ja nur in die ewige Verdammnis. Da, wo auch der falsche Prophet und Allah ist, ne? Offenbarung 20,10. Was sagt er? Fake-Quellen von einem Heuchler. Okay, ich danke, dass du hier warst. Du gehst jetzt erstmal auf die Ersatzbank. Wie kann ich, danke Sabrina, wie kann ich meinen Kollegen retten? Er versteht es einfach nicht. Bitte hilf mir. Ich kann dir nicht helfen. Du musst selber eine Methode entwickeln, indem du mit ihm über ganz gewisse Dinge im Islam sprichst, die für ihn auch selber problematisch sind und er sich Gedanken macht. Guck mal hier, Benfica, guck mal, wo du jetzt hingehst. Du gehst erstmal auf die Ersatzbank. Wer schreibt, hol mich rein und sowas, der wird direkt gestummt erstmal, damit der lernt, nicht hier so einfach zu sagen, hol mich rein. Das geht nicht. Ich hole schon die Leute rein, wann ich möchte und ihr braucht euch nicht so aufmerksam zu machen. Ich sehe das schon. Gott segne euch auch, Dr. Schiff hat gleich sein Stethoskop aus. Ja, genau, obwohl. Er konnte auf nichts ein Argument geben, er versteht es nicht. Ne? Ja, das ist alles viel zu viel. Amir, was hältst du von Zungensprache? Nichts. Finger weglassen davon. Diese Balamala-Jagalagalaga und so ein Blödsinn brauchen wir nicht. Ihr sollt einfach den Herrn Jesus Christus richtig und gut anbeten und nicht Chakalakamaka. Bunga, genau.
Wann machst du wieder YouTube, Bruder? Ich denke, jetzt an einem Samstag wird es geschehen. Ich habe jetzt einiges fertig. Die komplette Verfälschung des Korans ist fertig. Und Dr. Sheikh Abu Amir wird auch seinem nächsten Stream den Islam komplett auf diese Art und Weise auch ruinieren. Die Muslime behaupten, dass die Bibel verfälscht ist. Dann schauen wir mal, ob das so den Tatsachen entspricht und schauen wir mal, welche Schrift wirklich verfälscht wurde. Ihr werdet staunen. Ein riesen, riesen. Ich muss das alles euch zeigen. Ich muss das alles vorlesen. Das ist einfach so krank. Wir gehen alle Tafsire durch. Alle die. Ich lasse nur die Gelehrten reden, was die zu dem Thema Verfälschung des Korans sagen. Ne? Junge, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja, der Herr Jesus Christus ist doch derjenige, der zuletzt lacht. Und er lacht am besten. Und wir Christen. Ja, dürfen dank ihm auch in Freude lachen, mit Freude lachen. Möge Jesus euch segnen. Amen. Danke. Glaubt ihr, dass Mohammed Subhanahu wa ta'ala. Was? Glaubt ihr, dass Mohammed SWT, was soll das heißen? SWT, Subhanahu wa ta'ala, ist er jetzt Gott für dich geworden, Juju? Glaubt ihr, dass Mohammed Subhanahu wa ta'ala ein Prophet war? Natürlich nicht. Wie kannst du denn Mohammed als Propheten akzeptieren, der von dir verlangt, dass du deine Brüste rausholst, um erwachsene Männer zu stillen? Was ist das denn bitte? Ist das ein Prophet Gottes? Google mal bitte nach. Das kannst du selber herausfinden. Das nennt sich Rida al-Kabir, die Stillung eines Erwachsenen. Das befand sich auch im Koran, aber das wurde rausgeholt. Die Muslime der damaligen Zeit haben erwachsene Männer 10-mal gestillt. Dann wurde es abrogiert durch 5 und wir können weder die 5 noch die 10 finden. Heftig, ne? Jemand hat das aus dem Koran rausgeholt. Wie kann man denn seinen Frauen anordnen, die Brüste rausholen, um einen erwachsenen Mann zu stillen? Sag mal, tickt ihr noch richtig oder was? Wenn du wahre Gelehrte kennen würdest, würdest du so nicht reden. Die kennen doch das Thema. Das ist eines der beschämendsten Themen. Gott, Nigel, Gott, Nigel. Ist das zu fassen? Und selbst Aisha, die Kindsfrau von Mohammed, hat selber erwachsene Männer gestillt, damit sie Mahram für ihn sind, also verboten. Für sie. Mahram verboten. Das könnt ihr in Fathul Munim nachschlagen, fi Sharh Sahih Muslim. Band 5, Seite 622 müsste es sein, ja. Der Autor des Buchs ist Musa Lasin Shahin. Munim, Fischar Sahih Muslim, Band 5, Seite 622. Und der Autor des Buches ist Musa Lasin Shahin. Oder Musa Shahin Lasin, genau. Was? Sind Bacha Bouazizi mit dem Islam vereinbar? Absolut. Der Mohammed redet ja selber, dass man so Kleinkinder heiraten soll, damit sie mit dir spielen und du mit ihnen. Danke, Sida. Was ist das denn für ein Vorbild, der einem rät, kleine Kinder zu heiraten? Kann mir das jemand mal sagen? Also, da gibt es eine Geschichte in den Hadithen, wo ein erwachsener Mann zu Mohammed kommt und sagt: Ich habe eine erwachsene Frau geheiratet. Und dann sagt der Mohammed: Ja, wie, du hast eine erwachsene Frau geheiratet, warum hast du denn kein Kind geheiratet, das mit dir spielt und du mit ihr? Du magst bestimmt Gurken, nein, ihr mögt Gurken. Bader Al-Fawaid, Band 4, Seite 36. Dein Imam Ibn Al-Qayyim sagt, dass ihr ein Loch in eine Wassermelone machen dürft und euch daran befriedigen. Ja, das ist schon lecker, lecker. Wenn ein Muslim ein Loch in eine Wassermelone oder eine Statue bohrt und sich daran Bunga Bunga machen, ja, ich weiß, das sind eure islamischen Schriften. Und die Gelehrten sagen auch, dass wenn eine Frau, eine Muslima unter Begierde leidet, dass sie sich unter Umständen auch ein Al-Ikrimbitsch reinhauen darf. Das ist ein Lederteil, das so geformt ist wie ein Penis. Und das darf sie sich dann schön, ne, als Entsafter dann mal durchjagen, ne? Ab in den Entsafter.
Bunga, 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 bunga. Geisteskrank, genau. So ist das. Die islamischen Schriften. Ein einziger Müllhaufen. Ein einziger Müllhaufen. Sowas gehört wirklich auf den Müll. Unglaubliche. Al-Ikrimbic. Das könnt ihr mal selber für euch herausfinden. Al-Ikrimbic. Ja. Hol mich hoch, dass ich dich zerlege. Guck mal, ich zerlege dich jetzt. Du gehst erstmal auf die Ersatzbank. Keine Ahnung. Keine Ahnung, bleib ein bisschen draußen. Hier, du gehst auch mal ein bisschen raus. Wer möchte noch? Ich bin in guter Verteillaune. Komm hier. Hast du Lust auf Burak zu reiten? Nee, danke. Wer will noch Auswechselspieler werden? Ist das nicht krass, dass die größten Gelehrten der Sunniten sagen, dass man sich an einer Wassermelone dann ja, bereichern darf? Was ist so schlimm? Was? Nabil, guck mal, was der Nabil schreibt. Was ist so schlimm? Jeder Mann, der gerade keine Frau hat, braucht ab und zu eine Wassermelone. Sehr gut, Nabil. Maschallah, Menschen kaufen Wassermelonen zum Essen und Nabil will ein Loch reinhauen, weil er keine Frau hat. Wo steht das mit dem Wassermelonen? In Bada al-Fawaid von Ibn al-Khayyim. Band 4, Seite 36. Was ist das für eine Religion? Was ist das für eine Religion? What is that? What is that for a religion? Lass mich nicht anfangen und die Lieder, die Greatest Hits wieder rausholen. What is that for a religion? Wusstet ihr, dass der islamische Adam ein Inder ist? Einfach, der islamische Adam ist ein Inder. Der hat bestimmt den Punjabi-Song gesungen. Bondigandigi. Ich suche euch das mal. Ich suche euch mal den Punjabi-MC. Adam. Adam ist im Islam der Punjabi-MC. So, was steht denn hier? Hier steht Folgendes. Als Adam vom Himmel herabgesandt wurde, kam er in Indien zu Boden und weinte mit einer derart großen Traurigkeit, dass Allah ihm ein Zelt aus den Zelten des Paradies anfertigte, die wiederum aus roten Rubinen gefertigt waren. Und er setzte es an demselben Ort, an dem sich die Kaaba befand. Und in dem Zelt waren drei Lampen hergestellt aus dem Goldpulver des Paradieses, in denen ein Licht von den Lichtern des Paradieses brannte. Und mit ihm, Adam, sandte Allah einen weißen Rubin von untersten Himmel herab, der für Adam als Sitzstuhl gedacht war. Als Adam letztendlich Mekka erreichte, wachte Allah über Adam und ließ die Engel sein Zelt bewachen. Tarikh Mekka wa al-Majid al-Haram.
Die Geschichte von Mekka und der verbotenen Moschee von Ibn al-Dihya, Band 1, Seite 4, Tarikh Mekka wa al-Majid al-Haram, Band 4, Seite 1. Tafsir Abu al-Saud, Band 1, Seite 160. Es wurde berichtet, dass Allah zu Adam sprach: Ich sende etwas zu dir hinab, das du umkreisen sollst, was dem Umkreisen meines Throns gleichkommt. Und Adam legte zu Fuß den weiten Weg von Indien nach Mekka zurück. Und der war einfach in Indien. Richtiger Inder. Du Clown, ach so. Warte, ich guck mal hier, ich zeig dir mal, wer der Clown ist. Du kannst von draußen zugucken. Gott segne dich und deine Familie. Hä? Ja, nicht, also ich finde das sehr, sehr lustig, dass der islamische Adam ein Inder war. Findest du das nicht lustig, dass der so Punjabi-MC war, oder? Aber Juju, wolltest du dir nicht die Frage beantworten, warum du in Islam ein Al-Ikrimbic benutzen darfst? Kannst du den Leuten das mal bitte erklären? Ja, hast du das eventuell schon mal gemacht? Warst du schon mal unter starker, also ich möchte das gerne mal wissen. Warst du schon mal unter starker Begierde und hast du ein Al-Ikrimbic benutzt? Was denn? Hab die Frage nicht verstanden. Ja, also dein Gelehrter sagt, dass unter Umständen es dir erlaubt ist, wenn du unter starker Begierde leidest und keinen Mann hast, dass du dir ein Lederteil formen kannst, das so ähnlich aussieht wie ein PINIS. Und das kannst du dir dann unten einführen. Hast du schon mal sowas getan? Ja, traurig. Da kommt die nächste Nana. Nana, hast du das auch getan? Ich frage euch ja. Nein, ja. Findest du sowas schlimm, dass deine Religion sowas sagt? Also ich finde das unglaublich schlimm, dass es so Leute gibt, die dann sagen, dass ihr euch einen islamischen, du weißt schon was, reinhämmern könnt. Also was Dreckigeres habe ich lange nicht mehr gehört, echt. Ja, Nabil, dem Nabil, den gefällt das. Der Nabil ist ein richtiger Fetischist. Dankeschön, ihr Lieben. Es ist schade, dass du dich so lustig machst über eine Religion. Ja, ist das überhaupt noch eine Religion, meine liebe Nana? Ist das noch eine Religion oder ist das einfach nur Satanismus? Ist das Beate Uhse oder was ist das, Mann? Willst du mich auf den Arm nehmen, Mann? Das hört sich ja so an, als würde gerade Beate Uhse irgendwelche SEX-Tipps geben, Mann. Als standst du gerade bei. Oh, wie heißen diese blöden SEX-Läden da, die hier in den Großstädten sind? Stell dir mal vor, diese Frau sagt dir: Ja, meine Liebe, du kannst dir ruhig so ein Lederteil formen, das so geformt ist wie ein PNES, dann kannst du das so einführen. Und das soll eine Religion sein? Sowas würde man denken von einer Kranken, die in so einem Sexshop arbeitet oder was? Aber doch nicht von der Religion, Mann. Du bist von Shaitan besessen. Ich oder eure Religion, Mann? Shia Hamza hat dich zerstört, dieser alte Mann. Guck doch mal in YouTube, was wir mit dem angerichtet haben, mein Bruder und ich. Das ist so heftig. Ich muss euch das mal zeigen. Das war so eine heftige Stelle. Der hat uns so oft blockiert, der Hamza, ne? Der hat uns nicht reden lassen. Der arme alte Mann. Der arme alte Mann. Ja, der versucht jetzt so ein bisschen um sich zu schlagen. Der hat schon seinen Zenit erreicht. Was willst du von so einem armen Mann denn halten? So lächerlich. Ich muss mal zu der Stelle kommen, wo mein Bruder dem eine Frage stellt. Das ist heftig.
Da. Sagen, Allah hat es nicht gewusst, dass er Menschen getötet hat. Dich angreifen, dich töten. Und dann noch mit anderen Jeeps, die das nicht mehr. Darüber hinaus Frauen, die es getan haben, oder hat das, wenn er diese sieht. Eins. Hammer, Hammer. Ja, alles klar. Hamza, du kannst tausende Verse aus dem Alten Testament zitieren, wo der Herr Gott Völker vernichtet hat mit Babys. Das stimmt. Wir geben das ja auch so, das steht ja auch da. Nur, ich habe dir ja vorhin gesagt, dass auch Allah mit Vorsatz durch die So Sintflut ist das. alle Menschen getötet hat. Mit Vorsatz. Oder war der Allah sich dir nicht bewusst bei der Sintflut, was er da tut? Dass da auch Babys da drin sind. Wenn du sagst, okay, Allah hat das nicht gewusst, dass da bei der Sintflut Babys, schwangere Frauen, alte Männer zugrunde gehen, dann ist es in Ordnung. Aber das musst du bitte sagen. Du musst sagen, Allah hat es nicht gewusst, dass wenn er diese Sintflut über die Erde kommen lässt, dass da auch Babys mit dran zugrunde gehen. Dass da auch ältere Frauen. Ja, der Hamza, der ist ja so, also die meisten Muslime sind ja so Panne in ihrer Denkweise, die argumentieren ja wie Atheisten. Sie sagen ja, guck mal, was der Gott der Bibel gemacht hat, der hat Frauen, Kinder und alles mögliche, TOT, ne, töten lassen. Und dann bemerkt er aber nicht, dass Allah selber die Sintflut bringt und darunter Babys, Greise, Frauen und alles mögliche auch darunter waren. Ja, war sich Allah nicht bewusst, dass da auch Unschuldige drunter sind? Guck mal, wie dumm sie argumentieren. Und da hat mein Bruder ihm eine ganz, ganz gute Frage gestellt und dann ist er ausgewichen. Zugrunde gehen. Kafir-Esel auch mit drunter draufgehen, um bei deinem Wortlaut zu bleiben. Kafir-Esel. Ja? Ist das mit Vorsatz? Hat der Allah die Sintflut mit Vorsatz gemacht und diese Esel vernichtet, die nichts getan haben? Oder hat er das nicht mit Vorsatz Ja. gemacht? Wusste er da nicht, was er tut? Also, hier, Hamza, komm. Ich habe dir die entsprechende Argumentation gebracht und du kannst nicht darauf antworten, weil das ist ja auch So jeder, ist der es. jetzt hier dabei ist, der wird Alle das haben es jetzt sehen, gesehen. dass dieser Argument dich widerlegt hat, dass du den Gott der Bibel nicht mehr Ganz angreifen armer kannst, auf alter dieser Mann. Ebene. Auf eine andere Ebene können wir weiterreden, aber da wurdest du schon mal Platt gemacht. widerlegt. Ja, das machen wir auch gleich, aber ich wollte dir mal Hör was mal, hör sagen, mal. Hamza, was der Mohammed Und das gehört ja gemacht zuletzt hat. in Islam. Ja. Der Mohammed hat Frauen getauscht in Sure 33, Vers 52. Er hat Frauentausch betrieben, wie RTL Frauentausch. Kennst du die Sendung? Frauentausch. Du gibst mir deine Frau, ich gebe dir meine Frau. Pass auf, wir lesen zusammen. Dort spricht Allah zu Mohammed, darüber hinaus ist dir weder erlaubt, Frauen zu heiraten, noch sie gegen an. Leute, die Muslime haben ein Vorbild, der Allah sagt einfach in Sure 33, Vers 52, dass der Mohammed seine Frauen tauschen durfte unter anderen Männern und der Allah ihn dann auf einmal das verboten hat, mit Ausnahme von seinen SX-Sklavinnen, die darf er noch tauschen. Müsst ihr euch mal vorstellen, wie unmoralisch das Ganze ist. Sure 33, Vers 52. Andere Gattinnen einzutauschen, auch wenn ihre Schönheit dir gefallen sollte, mit Ausnahme dessen, was deine rechte Hand an Sklavinnen besitzt. Und Allah ist Wächter über alles.
Also, Mohammed hat seine Frauen getauscht mit anderen Dschihadisten oder Muslime. Der hat gesagt, oh, du Dschihadist Mohammed, Ahmed, deine Frau gefällt mir, komm, nimm mal meine Frau, wir tauschen mal. Und Allah hat gesagt, jetzt erlaube ich dir das nicht mehr. Du hast das bis jetzt gemacht, aber ich erlaube es dir nicht mehr. Ausnahme, deine eigenen Frauen kannst du nicht mehr tauschen, aber deine Sexsklavinnen, die kannst du noch tauschen mit den von anderen Dschihadisten. Das heißt, du kannst zu den Dschihadisten gehen, du, deine Sklavin, die dritte von links, gib die mir mal, da kannst du dir mal von meiner Sklavin mal was aussuchen. Und dann haben die getauscht. Wie dreckig muss man Sure sagen. Sure 33, Vers 52, Hamza. Willst du das praktizieren? Sollen wir das praktizieren aneinander? Sollen wir das praktizieren? Willst du Islam praktizieren, so wie Mohammed das praktiziert hat? Willst du andere Länder angreifen? Ihre Männer töten, ihre Frauen nehmen als Sklavinnen und dann noch mit anderen Dschihadisten ihre Frauen zu tauschen, wenn ihre Schönheit dir gefällt? Boah. Ist das Moral, ist was das uns Moral? Islam beibringen möchte, dass wir das praktizieren sollen? Frauentausch RTL? Die Muslime sind über solche Sendungen wie RTL Frauentausch, sind die total empört. Aber die verstehen es nicht, dass in ihrem eigenen Koran der Allah sowas erlaubt, ja. Frauentausch mit Sexsklavinnen. Wahnsinn. Ja? Sure 33, Vers 52. Allah erlaubt Mohammed Sexsklavinnen zu tauschen, damit sie miteinander Sex haben mit anderen Dschihadisten ihre Sexsklavinnen. Was ist das für eine Moral? Ist das Moral? Sollen wir das machen? Sollen wir das praktizieren? Wenn du jetzt für mich ein Schia bist und ich wäre ein Sunni und ich würde diesen Vers lesen, ich würde dich angreifen, dich töten und du weißt, was danach kommt, wenn du eine Frau hättest. Möchtest du, dass das jemand mit dir praktiziert? Unglaublich. Antworte auf diese Frage bitte. Sure 33, Vers 52. Was ist das für eine Moral, die uns Allah beibringen möchte? Das ist hier Hamza. Also die Debatte ist heute mit der hat keine Chance. Der hat keine Chance. Ist vorbei. Jetzt ist ganz anders. Also, ich verstehe nicht erst, was du damit sagen willst. Er versteht nicht, was du damit sagen willst. Sure und Mure. Guck mal, was das für ein alter Mann ist. Sure und Mure. Habt ihr das gehört? Mit so einem. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wie Panne der Schia Hamza ist, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ein alter Mann, der sich immer noch versucht, so durchzukämpfen, der schon längst eigentlich schlafen müsste. Er soll sich um seine Familie kümmern, soll mal ein bisschen schlafen gehen und gut ist, soll ein bisschen Kamelurin trinken und alles ist okay. Ist kein Problem, kann seine Mutter-Ehe praktizieren und wie diese ganzen Zeugs in seiner Religion da ist. Ist kein Problem. Kann der Schenkelverkehr machen, wie Imam Khomeini das gesagt hat. Unglaublich. So jemand will Debatte führen. Ja. Müsst euch mal vorstellen, der Koran sagt, ihr dürft eure Frauen eintauschen. Und dann sagt der Allah, jetzt erlaube ich euch das nicht mehr, ausgenommen eure SEX-Sklavinnen. Die könnt ihr noch untereinander tauschen. Und dann sagt der Schia Hamza, ja, jetzt kommt er mit Sure und Mure und wir haben doch gar nicht darüber jetzt geredet. Dann kriegt er auf einmal so Para, so Schock. Selber null Peilung von seinem Koran und will auf einmal über ganz komplexe Themen in der Bibel sprechen. Das ist unglaublich. Über Gewalt in der Bibel. Obwohl sein Allah sagt, ich habe die Tora herabgesandt. Und das sind auch meine Kriegstexte, Sure 2, Vers 248 bis 252. Unglaubliche Typen. Die Muslime sind am Ende mit ihrem Latein, ne? Ja, aber das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Klar benötigst du auch eine gewisse Intelligenz. Das hat etwas damit zu tun, dass dein Herz aufrichtig ist und du siehst diesen Wahnsinn. Ne? Das ist das. Wenn du blind bleiben willst, dann kannst du auch der intelligenteste Mensch sein. Wenn du ein verdorbenes Herz hast, dann wirst du es nie erkennen. Rede doch über deine Religion. Ja, ich würde ja gerne auch, ich rede ja auch über meine Religion, obwohl ich keine Religion habe. Aber dein Buch redet ja schlecht über unseren Glauben. Das ist das Problem. Behauptet, dass die Bibel verfälscht ist, dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist und dass es keinen dreieinigen Gott gibt. Und wenn wir daran glauben, dann müssen wir sogar noch hier.
Was ist das denn? Oh mein Gott, wie die aussehen. Koray P8282. Unglaublich. Ja, jetzt kommen die ganz armen Seelen von dem alten Mann hier rüber und wollen noch irgendwas reißen. Was? Fatmir sagt, bei uns steht es, dass wir die anderen Religionen respektieren sollen, aber okay. Ja, warum hat denn dein Prophet gesagt, wenn jemand stolz ist auf das, was vor dem Islam war, geh und sag ihm, er soll in den Penis seines Vaters beißen? Ist das Respekt vor anderen Religionen? Stell dir mal vor, Fatmir, ich sag zu dir, wenn du stolz bist auf den Islam, dann geh und beiß in den Penis deines Vaters. Das ist also Respekt vor anderen Religionen, Fatmir? Das stimmt nicht. Guck mal, Juju, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Faidul Qadir, Sharhi Jami ist Sarir. Der Brief von Hamza, Hadith 697. Juju, du hast doch noch niemals einen Vers aus dem Koran gelesen. Komm, ich bitte dich. Du hast doch noch niemals dich mit Mohammeds Leben auseinandergesetzt. Du hast noch niemals ein Tafsir gelesen. Du hast noch niemals ein Hadith gelesen. Du siehst aus wie eine Kafir, du benimmst dich wie eine Kafir, du hast doch gar nichts mit dem Islam zu tun. Also gut, kannst du auch einfach sagen, ich bin keine Muslime, aber ich verteidige noch so wegen Tradition den Islam. So. Ja, diese Religion macht ja auch keinen Halt vor dir, das ist das Problem, auch nicht vor einer Nana. Auch nicht vor dieser Nana, die fühlen sich einfach zum Islam hingezogen, obwohl sie von Mohammed als HURE betitelt werden. So, die zeigen ihr Gesicht, ihre Aura, alles. Mohammed hat gesagt, diese Nanas und diese Jujus werden niemals das Paradies erreichen, nie. Weil sie HURE sind. Sie tragen Parfüm, schminken sich, zupfen sich die Augenbrauen. Das sind HURE in den Augen Mohammeds. Deine Mama, mein Lieber, ja, siehst du, kannst nicht ertragen, ne? Kannst du nicht ertragen, dass Mohammed dich als ein HURE betitelt, ne? Das ist das Problem. Viele Muslime können es nicht ertragen, das ist das. Ja, googelt nur mal den Begriff Tabaruj. Das ist das, was du machst, im so rumstolzieren und das Ganze, was tut denn jetzt? Ja, also das ist, wenn eine Frau so rumstolziert und ihre Aura präsentiert, was sie eigentlich abdecken müsste, scharia-mäßig. Und wenn sie es nicht macht, dann wird sie dann halt verflucht, ne? Und sie wird ins Höllenfeuer landen. Danke. Das ist keine Sure, Bero. Pierre Vogel hat auch TikTok, geh mit ihm live, debattier mit ihm, du Heuchler, der will doch nicht mit mir. Du kannst ihn mal nach mir fragen, der wird dich sofort blockieren und stummen. Danke dir, Sagita, danke dir, Bello. Der Pierre Vogel nimmt niemanden an, der ihm gefährlich wird. Das ist das. Der Pierre Vogel ist ein sehr, sehr, ja, so hinterhältig, ne? Das ist so richtig hinterhältig. Der ist nicht so wie wir alle, der jeden Einzelnen reinholt, egal ob er was drauf hat oder nicht drauf hat. Ne, wir kommen ja mit allen ins Gespräch. Du siehst ja, manchmal machen so 20, 30 Leute bei mir so einen Aufruf zur damaligen Zeit auch und dann habe ich jeden reingeholt. Mir war das egal, ob der jetzt voll das Wissen hat oder gar kein Wissen hat. Aber der Pierre Vogel macht das nicht, weil der Angst hat, seinen Ruf oder sein Gesicht zu verlieren oder so. Was ist das? Wenn du doch die Wahrheit bei dir hast, da brauchst du keine Angst zu haben. Du musst ja auch nicht allwissend sein. Wenn du keine Frage beantworten kannst, heißt es doch nicht, dass der Glaube dann falsch wäre, ist doch Quatsch. Nur weil man in dem Moment die Frage nicht beantworten kann, heißt es doch nicht, dass der Glaube an sich nicht richtig ist. Ja, er debattiert auch nicht mit einem, der sich nicht benehmen kann. Du bleibst nicht sachlich. Natürlich bleibe ich sachlich. Aber in einer Debatte geht es nun mal hitzig zur Sache. Verstehst du? Und er muss das auch aushalten, dass in einer Debatte Sachen gesagt werden, die dem einen nicht so passen. Das muss man hinnehmen.
Ja, findest du das nicht lustig, dass der Allah sagt, dass du einen riesenlangen Palmen-Penis bekommst? Ist das nicht lustig? Wo wirst du später beerdigt in Deutschland? Was geht dich das an? Willst du mich besuchen und Blumen an mein Grab legen oder willst du mein Grab schänden oder was? Müsst euch mal vorstellen, der Mohammed hat mit seiner toten Tante, ihr wisst schon, was gemacht. Heftig, ne? Er hat ihr die Bürde des Grabes erleichtert. Und ein Scheich aus Ägypten kam dann auf den Gedanken, es ist auch im Islam erlaubt, 30, ich glaube, bis zu 1 oder 2 Stunden, wenn der Körper der Frau tot ist, sich noch an dem Körper dann sexuell dann zu vergehen. Quelle von der Tante, gebe ich euch sofort. Dr. Sheikh Abu Amir redet niemals aus sich selbst, das wisst ihr. Ja, der Pierre Vogel und die ganzen Leute wissen, dass die islamischen Schriften ein einziges Desaster sind. Deswegen lassen die auch solche Leute wie mich und die anderen, die sich bestens auskennen, auch nicht hoch. Das ist das Problem, damit viele Muslime auf einmal sehen, was sich in den islamischen Schriften befindet und sagen, was ist das für ein Müllhaufen? Ich zitiere, Majma al-Zawaid, Hadith 15.400, Ma'arefat al-Sahaba, Hadith 273, Buch von Kanz al-Umal, Hadith 37.609, also das ist mehrheitsüberliefert. Das heißt, somit ist das ein authentischer Bericht. Fatima bin Asad, die Mutter Alis, verstarb zum Zeitpunkt ihres Begräbnisses. Zog sich der Gesandte Allahs sein Hemd aus und kleidete Fatima, der toten Frau, damit ein. Daraufhin legte sich der heilige Prophet zu ihr in das Grab. Und nachdem sie begraben war, befragten ihn die Leute über den Grund dieser Tat, also weshalb er sich in ihr Grab legte. So sprach sie. So sprach sie, Prophet Allahs, du hast etwas getan, das keiner vor dir getan hat. Der heilige Prophet antwortete, ich zog ihr mein Hemd an, damit sie die Kleidung des Himmels tragen würde, und ich vollzog mit ihr in ihrem Grab den Geschlechtsverkehr. O ihr Ekelhaften, um ihr die Last des Grabes zu erleichtern, für mich war sie eine der besten Frauen überhaupt. Und aufgrund dieses Hadiths hat ein Scheich in Ägypten hatte eine Fatwa erlassen, und zwar, dass der Mann die volle Berechtigung hat über die Frau selbst, wenn sie ja verstorben ist, und er kann sie bis zu ein paar Stunden danach, wenn sie noch warm ist, mit ihr SX machen. Ist das nicht das Krankeste, was ihr jemals gehört habt? Guck mal, was sie schreiben. Du Armer, weißt nicht mal, wo du beerdigt bist. Ja, du, okay, kein Problem. Hauptsache, das ist doch egal, wo diese Hülle beerdigt wird. Viel wichtiger ist, wo meine Seele hingeht, nämlich in den Himmelreich. Wo geht deine Seele hin nach dem Tod? Mit hier Nekrophilie, mein Lieber? Du folgst also einem Menschen, der eine Leiche. Sag mal, tickst du noch richtig? Tickt die noch alle richtig? Mit Leichen? 72 Jungfrauen, Leichen, Kinder. Was ist der Islam? Seid ihr krank in der Birne oder was? Wo steht das nochmal? In Majma al-Zawaid, Wa Manba al-Fawaid, das ist von Ibn al-Haythami,
Hadith 15.400. Manchmal Al-Sawaid, Hadith 15.400. Marifat al-Sahaba, Marifat, M-A, Apostroph oben, R-E-F-A-T, Marifat al-Sahaba, Hadith 273, Buch von Kanz al-Umal, Hadith 37.609. Erwähnt nur diese Quellen, die Muslime wissen ganz genau, wo das verzeichnet ist. Einfach nur das erwähnen, was ich euch gerade gesagt habe. Sie kennen die Bücher. Manchmal als White von Ibn al-Haythami. Und die anderen Bücher kennen sie auch. Das ist das. Es ist ein authentischer Bericht. Beachte, dass dieser Hadith in zig islamischen Büchern überliefert und absolut authentisch ist. Das ist das. Versteht ihr, was ich meine? Wie die Muslime versuchen, das unter dem Teppich zu kehren, damit die Muslime bloß nicht sehen, wer Mohammed war. Und daher hat uns der Herr Jesus Christus gewarnt vor diesem angeblichen Propheten in Matthäus 7. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch in Schafskleidern. Inwendig sind sie aber reißende Wölfe. Cut Major. Hamdulillah Jesus. Ihr, die euch für Jesus Christus entschieden habt, ihr seid wundervoll. Ihr habt den wahren Weg gefunden zum Herrn. Ihr habt den wahrhaftigen Weg gefunden zum ewigen Leben und das ist Jesus Christus. Ja, danke, Bianca. Ja. Ja, und zusätzlich kommt noch dazu, danke, Baba London. Zusätzlich kommt noch dazu, dass die, wenn die Muslime sich einen abgetrennten Penis eines Esels einführt, muss sie sich danach nur waschen. Ja. Sahih Muslim, Buch der Menstruation, Hadith 525, das ist der Kommentar von Imam an-Nawawi. Gut, abgetrennte Tierpenisse, das kommt auch noch dazu, ihr Widerlinge. Hier in Europa kommen sie an die Zivilisation ran, das ist das Problem. Hier lernen sie, was es heißt, zivilisiert zu sein. Aber in den islamischen Ländern geht das so krass ab, ne? Ja, die Affinität zu Eseln, ne? Das ist ein Eselfetisch, ey. Ami, du lebst gefährlich. Ja, der Herr Jesus Christus hat auch gefährlich gelebt. Das ist kein Problem. Danke, danke, ihr Lieben. Danke, danke, danke. Sie spüren jetzt, was kommt, ja. Isambaya brauchen wir. Wo ist Isambaya? Der arme Isambayan. Lass mich euch das mal kurz vorlesen. Ne? SEX mit Tieren. Warte mal. Bunga, bunga, bunga. Bunga, bunga, bunga. Oh, sing mit mir jetzt. Bunga, bunga, bunga. Warte ab, Hamza. Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich habe weder vor dir Angst noch vor jemand anderem. Hast du das kapiert, Hamza? Hast du das verstanden, Hamza? Hamzalino. Hamza, hast du das kapiert? Nicht drohen, okay? Du weißt, hier ist doch kein rechtsfreier Ort. Du musst nur vorsichtig sein, was du sagst. Warte mal, ich muss mal hier diese Trolle mal stoppen. Ehrlich, geh mir langsam auf den Zeiger. Gott segne euch und eure Familien, aber ihr müsst auf die Ersatzbank. Ja genau, unbedingte Shisha-Muslimas, die sagen Alhamdulillah Muslima, genau, das ist so krank. Das ist so krank. Warte, ich zeig euch das, wo das steht mit SEX, mit Tieren. Dass sie sich danach waschen muss. Zakaran Maktuan. Den abgeschnittenen Penis eines Tieres. Hier, ich lese euch das mal vor. Es gibt wieder gute Unterrichtsstunde mit Dr. Sheikh Abu Amir, dem wahrhaftigen Sheikh.
So, ich lese den ganzen Abschnitt. Aus dem Kapitel die Abrogation von Wasser ist für Wasser und die Pflicht zur Waschung, wenn sich die zwei beschnittenen Teile treffen. Überliefert von Abu Huraira. Der Apostel Allahs, möge Allah auf ihn beten und ihn grüßen, sprach, wenn sich ein Mann zwischen den weiblichen Vieren, Shubbi al-Arba, befindet und Druck ausübt, so ist die Waschung Pflicht. Im Hadith von Matar heißt es, auch wenn es nicht zum Kommen kommt. Suhail hat es mit einer kleinen Abänderung der Worte erzählt. Sahih Muslim 348a. Hadith Kommentar von Imam An-Nawawi zu Seite 33 im Buch der Menstruation, wie ich euch das gesagt habe. Der Prophet sprach, wenn sich ein Mann zwischen den weiblichen Vieren, Shubbi al-Arba, befindet und Druck ausübt, so ist die Waschung Pflicht. So, was ist denn damit gemeint, wenn sich ein Mann zwischen den vier weiblichen Abteilungen einer Frau befindet? Was ist das? Der Begriff Shubbi al-Arba wird in mehreren Überlieferungen verwendet. Die Gelehrten sind sich über die genaue Bedeutung von Shubbi al-Arba uneinig. Einige von ihnen sagen, dass damit die Arme und Beine der Frau gemeint sind. Andere sagen, der Begriff trifft auf die Beine und Hüften der Frau zu. Und wieder andere sagen, dass dieser Begriff als Beschreibung für die Beine der Frau und die Randstücke ihrer Vulva verwendet wird. Al-Qadi Iyad zufolge werden die vier Bereiche gemeint, die sich um die Vulva herum befinden. Das Wort Shub bedeutet Bereiche. Seine singuläre Form ist Shubba. Ashbaya ist der Plural des Wortes Shub. Das Wort Jahadaha bedeutet ein Mann, harte körperliche Anstrengungen tätigt, beschreibt aber auch, dass ein Mann in der Frau herumbohrt oder in oder in ihr wisst schon. Das sagt Al-Khattabi. Andere sagen, das Wort bedeutet einen Mann, der eine Frau bis zur eigenen Erschöpfung gepunktpunktet hat. Konform mit dem arabischen Sprichwort, sie hat ihm zum Schwitzen und Wehen gebracht, bis er erschöpft war. Al-Qadi Iyad sagte, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hauptsächlich sagt das Wort Jahada aus, dass der Mann sich bei der Penetration körperlich anstrengt, während das arabische Wort Juhd übersetzt Energie bedeutet und sich auf den körperlichen Akt, den der Mann ausübt, bezieht. Und hier heißt es dann weiter hier unten, unsere Gefährten sagten, dass wenn die Eichelspitze des PENIS den ANUS einer Frau oder den ANUS eines Mannes penetriert hat, oder die Vulva oder den ANUS eines Tieres, dann ist es vonnöten, den PENIS zu waschen. Ganz gleich, ob das, was gepunktpunktet wurde, lebendig oder tot, jung oder alt war. Auch spielt es keine Rolle, ob die Penetration absichtlich oder unabsichtlich, freiwillig oder unter Nachdruck zustande kam. Dies gilt auch, wenn die Frau sich das männliche Glied einführt, während der Mann schläft, egal ob der PNS steif ist oder nicht. Und auch spielt es keine Rolle, ob der PNS beschnitten oder unbeschnitten ist. Ist das nicht das Dreckigste, was ihr jemals gehört habt? Und weiter heißt es, wenn eine Frau den PENIS eines Tieres in ihre einführt, so muss sie sich waschen. Und wenn sie sich einen abgetrennten PENIS einführt, so gelten zwei Optionen. Die beste Option besagt, dass die Frau sich hiernach waschen muss. Absolut der letzte Haufen Müll. Müll, Müll, Müll. Müll ist das. Und möge Allah euch recht leiten, ihr Hobbychristen. Guck mal. Eine Kafir sagt zu uns, möge Allah dich recht leiten. Guck mal. Selber nichts mit dem Islam zu tun und fährt zur Hölle laut ihrer eigenen Religion und sagt zu uns, möge Allah euch recht leiten. Ich lebe im Irrenhaus mit diesen Euro-Shisha-Muslimen, ehrlich. Sie hat überhaupt nichts mit ihrer Religion zu tun. Guckt euch die mal an. Guckt mal auf ihr Bild.
Ist das eine Muslima? Ich habe dir gerade vorgelesen, dass wenn du dir einen abgetrennten Esel-Penis einführst, dass du dich waschen musst danach. Was ist das für eine Religion, Mann? Too much Camel Urine, genau. Boah, wir haben ja schon fast 11 Uhr. Ich glaube, ich mache nur noch 10 Minuten. Das war's dann. 11 Uhr, es reicht jetzt auch. Guck deine Religion und gut ist her, genau. Siehst du, danke, Urban. Cut, night joke. Oh, das ist ein abgetreten Cut, night joke, hier. Ey, wir sind jetzt zwei Nanas. Jetzt sind sie auf einmal zwei Nanas hier. Die eine Nana ist, glaube ich, Muslimin und die andere ist auch Muslimin, oder was ist das? Ja, also für die stillen Mithörer, ne, die das hören und jetzt nicht kommentieren. Ich bitte euch, diese Religion könnt ihr doch nicht mehr ernst nehmen, ihr Wundervollen. Ihr seid doch viel mehr wert als sowas. Ihr habt doch viel mehr Stolz, Ehre und Anstand, Moral und Ethik als sowas. Das muss vom Teufel kommen, diese Religion, ohne Spaß. Kommt zum wahrhaftigen Gott und zum ewigen Leben Jesus Christus. Da braucht ihr euch nicht zu schämen für sowas. Danke, Olli. Olli, danke dir nochmal für die Übersetzung. Der Olli hat dir das Video übersetzt, was ich gepostet habe und gefragt habe, ob mir das jemand übersetzt hat. Danke dir vielmals, Olli. Das wird im nächsten Stream dann gezeigt. Auf dem YouTube-Stream wirst du dich dann verewigen. Dankeschön. Bester Mann, der Olli. 3 Stunden hat er sich Zeit genommen. Das war nicht umsonst, Olli. Sehr gut gemacht, Bruder. Amir, wo steht das mit dem Esel? In Sahih Muslim, Buch der Menstruation, Hadith 525. Und dann musst du den Kommentar von dem, wie heißt der, Imam An-Nawawi durchlesen. Dann siehst du das. Geht bitte alle auf den Account hier von Anonym43. Hier, guckt mal. Er hat es auch gepostet. Anonym 43, danke Baba, danke Sabrina, danke euch. Anonym 43, genau, er schickt hier gerade eine Rose rein, das ist er. Guckt bei ihm vorbei, der hat das alles mit Quellenangaben belegt. Das, was ich hier rede, bestätigt er auch dann in einem seiner Videos. Also von daher, Dr. Sheikh Abomey sagt euch die Wahrheit und ihr könnt das selber gegenprüfen. Ja, also kein normal, vernünftig denkender Mensch kann so einer Religion folgen. Ja, Cut Night Joe lieber machen. Dankeschön. Oh, wir haben schon fast die 200.000 erreicht. Wahnsinn. Was ist das? Schau dir neue Profilbild von Nana an. Nana, hast du dein Profilbild geändert, Nana? Nana, hat es ein bisschen gesessen, ne? Aber wir hassen dich nicht, Nana. Wir wollen natürlich, dass du aufwachst, dass du ja ein bisschen deinen Blickwinkel änderst. Ne? Obwohl du gerade eben meine Mama erwähnt hast, möge der Herr dir vergeben, auch den anderen Muslimen, dass sie immer so ja übelst drauf sind. Ne? Selbst wenn jemand Kritik an Religion oder sowas ausübt, so muss man da locker bleiben und dann auch zuhören. Ne? Ja, in einer Demokratie müssen wir das alle aushalten, sowohl wir Christen als auch die Muslime. In einem Scharia-Staat ist das was anderes, ne? Da können wir nicht mehr über solche Themen sprechen, da sind wir einen Kopf kürzer. Aber solange wir nicht die Scharia haben und unter dem Grundgesetz wir die Meinungsfreiheit haben, Artikel 5, so werden wir unseren Mund niemals schließen, selbst wenn es unser Leben kosten würde. Weil das bin ich meinen Geschwistern in Christus schuldig, die ihr leben lassen müssen aufgrund eurer Sekte. Jeden Tag, jetzt wo ich am Reden bin, sind wieder Christen unter Verfolgung durch eure Hände. Und ich werde niemals schweigen hier in Deutschland, wo ich noch die Freiheit habe, das auszusprechen. Deswegen warne ich noch so viele Muslime wie möglich, dass sie rauskommen sollen aus dem Islam und eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Denn die meistverfolgteste religiöse Gruppe sind die Christen. So ist das. Ja. Deswegen werden wir uns gegen diese Sekte stellen, selbst wenn es uns Leid und alles kostet, es ist gar kein Problem. Das nehmen wir auf uns für unsere Geschwister in Christus, die verfolgt werden und tagtäglich den Wahnsinn mitmachen. Denn sie werden niemals vergessen. Denn wir werden sie niemals vergessen, niemals. Für jeden Einzelnen, der unter der islamischen Hand, islamischen Herrschaft sein Leben lassen musste,
sind wir hier und werden Aufklärungsarbeit betreiben. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die finsteren Mächte. Und das ist eure Religion. Danke, Nathalie, danke euch. Gott segne euch hier wundervoll. Machen wir noch 5 Minuten und dann hören wir langsam auf. Ne? Ich muss morgen wieder früh raus. Ich guck mal, dass ich dann morgen früh direkt wieder ein Junge, lebt dein Leben. Ja, leb du doch dein Leben. Du brauchst nicht hier bei mir drin zu sein, wenn dich das nicht interessiert. Danke, Babalonda. Ich verstehe das nicht. Die Leute kommen sich rein, um sich hier darüber aufzuregen, anstatt sich das mal anzuhören, was ich zu sagen habe, gegenzuprüfen. Nein, die labern einfach irgendeinen Quatsch. Gott, nein, John, danke dir. Ja, okay, dann werde ich hier beerdigt. Wie oft willst du das noch sagen, Emrex? Komm bitte, hör auf mit dem Quatsch. Reicht doch langsam. Jetzt gehst du ein bisschen auf die Ersatzbank und denkst über dein Verhalten nach. Ich bin, glaube ich, hier der Lehrer im Klassenzimmer. Raus. Du kommst nächstes Mal wieder rein. Dr. Sheikh Abrami, der Lehrer im Klassenraum. Also, Ruhe im Karton. Kennst du das noch damals, wenn du geredet hast und der Lehrer gesagt hat, aufstehen, raus für 5 Minuten. So, auf die stille Treppe mit dir, genau, so wie Olli sagt. Du Eiri, das ist das Einzige, was sie sagen können. Walid, das ist das Einzige, was du sagen kannst, du Eiri. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie für deine Ausdrücke. Du bist ein Eiros. Du bist ein VW Eiros. Walid, du bist ein Eiros. Du bist ein Eiros Center. Du bist ein Eiros Center. Walid. Ah, mir ist Traumberuf Lehrer oder Polizist geworden. Beides im Hetzmobil. Ja, genau. Ich bin alles in einem. Ja, ich habe ja gesagt, wenn ich nicht im Glauben wäre und ich die Macht hätte, so Polizeichef zu sein von der obersten Stelle und ich das sagen hätte, so dass ich so unter mir viele, viele Kollegen hätte, die auf mich hören, was meinst du, wie ich aufräumen würde hier? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ne? Ich hätte so aufgeräumt, dass sie sich nicht mal mehr wagen, einmal Allahu Akbar hier zu rufen. Wählt mich, ich mache Deutschland wieder gesund und stark. Wählt Dr. Sheikh. Macht mich zu eurem Bundeskanzler. Ich komme dann immer zu meinen Reden mit diese Arztkittel. Ich schwing dann so 2, 3 Reden, hau ich wieder ab und sage, Salamu alaikum. Was? AfD zeigt ihr bald, also. Und dann verteile ich Shisha-Tabak an die ganzen Muslime. Ich gehe kaputt. Ja. Was würdest du tun? Ja, ich würde sehr vieles tun. Smoke and Pray Club auf jeden Fall aufmachen. Damit du, ja, deine Sünden direkt auch bei Allah im Gebetsraum dann, ja, wegbeten darfst. Smoke and Pray ist heftig, der Name, ne? Smoke and Pray. Als dein Gott im Alten Testament die Sklaverei erlaubte, war er da gut oder böse? Sklaverei, ja, das ist eine Tugend im Islam. Das ist das. Der Herr hat natürlich auf verschiedene Völker sein Urteil gesprochen und dementsprechend auch einige Befehle gegeben, aber mit Bedingungen. Ne? Das sehen wir auch im Deuteronomium und. Ne? Du darfst das nicht verwechseln, dass der Herr niemals befohlen hat, die vor den Ehemännern der lebenden Frau, also der lebenden Männer vor den Frauen, vor den Ehemännern, die zu weiß schon was, ne? Nach Sure 4, Vers 24, die unmoralische Praktik, die
Allah seinen Propheten mitgegeben hat, ne, bei der Schlacht um Autas, ne. Ja, der Gott der Bibel sagt immer in Verbindung und mit Bedingungen. Und der Gott des Islams ist ein sehr, 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 sehr krasser Gott, der dann sagt, du kannst vor den Augen der Männer dann SX haben. Ist gar kein Problem. Komm, Klappen bauen. Bist du ein Anunnaki? Nein, ich bin ein Shekholaki. Was für Anunnaki? Bist du Anunnaki? Nein, ich bin Dr. Sheikh Abu Amir, das bin ich. Anunnaki, ich weiß nicht, ist das eine neue Sushi-Art oder was? Anunnaki? Was ist das, Außerirdische oder was soll das sein, ne? Anunnakis. War da nicht irgendwas mit Außerirdische oder sowas, ne? Wieso kann man nicht hoch bei dir? Ja, geht leider nicht. Erstmal muss das wieder freigeschaltet werden. Ich glaube, morgen oder sowas. Heute habe ich den dritten Livestream abgehalten. Jetzt ist das auch erfüllt. Und ab morgen gehen dann, glaube ich, andere Optionen wieder auf, ne? Danke, Jesus. Jesus liebt uns. Amen. So ist das. Der Herr Jesus Christus liebt uns so sehr, dass er sein Leben gegeben hat, ne? Johannes 10, Vers 18, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig und ich habe die Macht, es zu lassen und die Macht, es auch wieder zu nehmen. Ne? Ich lese euch das mal vor. Johannes 10 ist ein sehr, sehr wichtiges Kapitel. Merkt euch das, ihr Lieben. Johannes 10. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr Johannes 10 immer im Gedächtnis habt. Ne? Johannes 10. Ich lese das noch vor und dann machen wir langsam Schluss mit dem Stream. Das nehme ich auch gut. Am Ende den Herrn Jesus Christus nochmal verherrlichen. Der gute Hirte ist die Überschrift. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach. Denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm. Denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Kennt ihr das? Der Herr Jesus Christus nimmt dieses Prinzip. Kennt ihr das, wenn auf einmal ein, ich habe das letzte Mal gesehen in einem Video, wo auf einmal so eine Familie so die ganze Zeit versucht hat, die Schafe zu rufen. Und die ganze Zeit, hallo, kommt hier, ne? Kennt ihr dieses Video? Das ist so grandios, ne? Und dann auf einmal fängt, und dann kommt der Hirte von den Schafen und macht nur ein Geräusch ihrer Stimme, weil die Schafe kennen ja die Stimme des Hirten. Und hatte so ein komisches Geräusch gemacht und nach und nach, Gänsehaut am ganzen Körper, das ist heftig. Und nach und nach kamen dann die ganzen Schafe sofort zu ihrem Hirten. Und das ist es, was der Herr Jesus Christus auf sich bezieht. Denn wir kennen die Stimme des Herrn Jesus Christus und folgen ihm nach. Amen. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Siehst du, die verstehen das nicht. Genau wie die Muslime. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht der Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Amen. Und ich habe noch andere Schafe, Muslime,
die nicht aus dieser Schafhürde sind. Jetzt kommen die Muslime und sagen, der Herr Jesus ist doch nur gekommen für die Schafe, für die Schafe Israels, für die verlorenen Schafe Israels. Aber nein, der Herr Jesus Christus sagt, ich bin nicht nur gekommen für das Haus Israel, sondern auch für die anderen verlorenen Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafshürde sind, Muslime und alle Andersgläubigen. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Meine Frage an die Muslime, wenn Jesus Christus nur ein Prophet ist, wie kann er sich denn selber von den Toten auferwecken? Kann mir das einer von euch erklären? Wenn Jesus Christus nur ein Prophet ist oder nur ein gewöhnlicher Mensch, wie kann er so einen Satz sagen, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus, ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Er bestimmt über Leben und Tod? Propheten können das? ihr seid am Ende. Ihr seid so am Ende, weil ihr diesen ganzen Leuten zugehört habt, ne? Das ist das, wenn man sich auf einmal so ein dämliches Wissen von Abu Hamster aneignet. Ne? Ganz, ganz schlimm. Ich lese weiter. Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um diese Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt. Und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sage uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt mir nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Wenn Jesus nur ein gewöhnlicher Mensch oder Prophet ist, wie kann er sagen, ich und Gott sind eins? Das muss sich jeder selber fragen. Guck mal, was der schreibt. Du lach nur. Ja, das sind das. Das sind diese Kamelurin-Fetischisten, die dann hier reinkommen und sagen, du lach nur mal. Bettel Sadi. Der bettelt nach Kamelurin. Bettel Sadi. Bettel Sadi, du musst zuhören. Nicht so einen Blödsinn schreiben. Jetzt bist du auf der Ersatzbank und kannst von außen zuhören. Du bist mit den ID 1. Walid El-Zain hat gesprochen. Walid, hör doch auf, Mann. Walid, du musst mir doch zuhören. Ja, Habib. Hör doch Dr. Sheikh Abu Amir zu und lerne doch. Es geht hier schließlich um deine Seele, wo du deine Ewigkeit verbringen willst. Willst du in die Hölle? Ja, ich wünsche mir natürlich nicht, dass du in die Hölle kommst. So, ihr Lieben, komm, wir machen jetzt Schluss langsam. Ich bin langsam übelst müde geworden. Und wir sehen uns dann morgen, so Gott will, in deinem nächsten Stream. Was? Amir, ich bin da. Beider, mein Stalker ist auch wieder da. Ich habe sehr viele Stalker, ehrlich. Unglaublich. Inshallah nicht. Wie? Susu, wie kannst du sowas sagen? Was soll das? Anstatt du sagst, ich liebe dich, Dr. Sheikh Abu Amir, wann kommst du denn live? Ich möchte gerne an deinem Unterricht teilnehmen. Weil meine Imame und Schiuchs mich anlügen, möchte ich lieber von dir die Wahrheit erfahren. Warum sagst du denn nicht so ein Bein, sag ich. Ich bin schon übermüdet, ey. Warum sagst du nicht so ein Bein? Susu. Susu, warum sagst du nicht so ein Schenkel? Dicht, ja, dicht kannst du den nennen, der Kamelurin empfohlen hat.
Uhrzeit, ihr werdet das schon mitbekommen, wenn ich da morgen früh live bin. Dann machen wir wieder eine Morgensession. Okay? Ich wünsche euch Gottes Segen. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Danke, dass ihr da wart. Dankeschön für die ganzen Geschenke. Möge der Jesus Christus euch das Doppelte und Dreifache geben. Und haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Religion retten uns nicht, nur der lebendige Gott Jesus Christus, der in diese Welt kam. Er ist der Retter, der Allmächtige, der ins Fleisch gekommen ist. Lukas 2, Vers 11. Gottes Segen, ihr Lieben. Bis morgen, so Gott will. Macht's gut. Ciao.